Um Gottes Willen, also es ist irre, so ein Vorschlag. Warum sollte die Politik, warum sollten die 600 Bundestagsabgeordneten, 97 inzwischen, der Autoindustrie vorschreiben, die haben alle keine Ahnung, das alles sind keine Ingenieure, die haben alle keine Ahnung, warum sollten die der Autoindustrie vorschreiben, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr, dafür aber nur E-Mobilität? Wegen unseren Klimazielen. Nein, völliger Unsinn. Wir haben Stadtteile, die, klar, das gibt es. So, was willst du dagegen tun? Das ist einfach so. Aber trotzdem muss ich doch zusehen, dass die Chancen für die Kinder gleich sind. Darum geht es mir. Das ist doch das, was ich erreichen will. Ich werde das Problem niemals angehen. Das ist einfach so. Es gibt Stadtteile, da leben Menschen mit mehr Geld als in anderen Stadtteilen. Das ist aber auch nicht mein Ding, was ich lösen will. Ich will trotzdem, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Und Das muss dafür, ja reichen. ja, und dafür habe ich ja gesagt, was ich tun will. Dafür geht es mir nicht, den einen was wegzunehmen, den anderen zu geben. Das ist nicht, das löst das Problem nicht. Das Problem wird gelöst, wenn ich vernünftig ausgebildete und genügend Erzieher in den Kitas habe. Das ist der Schlüssel, den ich nutze. Was wollt ihr denn tun dagegen, dass nicht 46 Menschen in Deutschland so viel Geld haben wie die untersten 42 Millionen? Ich will da gar nichts gegen tun. Warum sollte ich da was tun? Das Warum ist ist. ungerecht. Das ist eine massive Ungerechtigkeit, eine krasse Ungleichheit. Es ist ungleich, aber ungleich heißt nicht gleich ungerecht. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind irgendwo im Bundestag. Wo genau? Wir sind im Jakob-Kaiser-Haus und das ist mein Büro. Und wer bist du? Katja Suding bin ich, bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion hier im Deutschen Bundestag und kümmere mich vor allen Dingen um die Themen Bildung und Forschung, Familie und Kultur und Medien. Bist du nur in deiner Fraktion was oder auch in deiner Partei? Ja, ich führe den Hamburger Landesverband seit einigen Jahren, seit 2014, und ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende der Freien Demokraten. Du bist die Stellvertreterin von Christian Lindner. Genau, eine von drei Stellvertretern. Ist das schwierig? Stellvertreter zu sein. Von Christian Lindner? Nicht speziell von Christian Lindner, nein. Aber es ist natürlich eine Aufgabe, die man da hat. Macht das auch schon ein paar Jahre. Macht meistens auch viel Spaß. Musst du immer auftreten, wenn er nicht kann? Oder was ist da die Aufgabe eines stellvertretenden Parteivorsitzenden? Ja, wir haben da alle eine gewisse Verantwortung. Also es ist jetzt nicht so, dass alles erstmal Christian machen muss und nur wenn er nicht kann, wir arbeiten müssen. So ist es nicht, sondern wir tragen da natürlich als Präsidium, das ist der Vorsitzende, das sind die drei Stellvertreter, das ist die Generalsekretärin, das sind noch drei Beisitzer, tragen da natürlich alle zusammen eine Verantwortung. Also Teamarbeit wird da ganz groß geschrieben. Also, wann bist du jetzt im Bundestag? Seit 2017, also seit der letzten Bundestagswahl, die war im September 2017, also jetzt etwas mehr als 2 Jahre. Jetzt wollen wir mal kurz ergründen, wie du da hingekommen bist. Wie bist du politisiert worden? Warst du in der Schule schon politisch aktiv? Schülersprecherin, Klassensprecherin? Ich war tatsächlich mal Klassensprecherin, glaube ich, in der 5. Klasse, kann ich mich vage erinnern. Wobei ich jetzt in der Schulzeit nicht parteipolitisch engagiert war. Ich war immer sehr, sehr politisch interessiert, aber eher in der Form, als dass ich viel politische Geschichte, viel politische Philosophie gelesen habe, mich viel mit Marx beschäftigt habe, mit Machiavelli und mit anderen Dingen. Also solche Dinge habe ich verschlungen. Das fand ich mega spannend. Das hat aber nichts mit Parteipolitik zu tun. Das hat mich da echt noch wenig interessiert. Dann wurde ich aber irgendwann 18, durfte wählen und habe mich dann natürlich ein bisschen mehr mit dem Programm auch beschäftigt und bin dann sehr schnell zu den Freien Demokraten gekommen, weil ich dann gemerkt habe, dass die meine persönlichen Überzeugungen, also mein Menschenbild, mein Weltbild zu großen Teilen verkörpern. Also es geht darum, dass der Einzelne stark gemacht wird, dass es darum geht, dass der Einzelne in die Lage versetzt wird, einmal seine Träume und Ziele zu leben, aber auch dadurch der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Also eine Gesellschaft, finde ich, ist ja umso stärker, je stärker der Einzelne ist und etwas macht und etwas umsetzt und etwas zurückgibt. Und das ist so mein Menschenbild. Ich möchte einfach einen Staat, der die Menschen so wenig wie möglich belastet, ihm möglichst viele Hürden aus dem Weg räumt, damit er eben stark sein kann. Und das eben aus zweierlei Hinsicht. Einmal für sich und die Familie, dass man seine eigenen Ziele und Träume verwirklicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, mir persönlich. Aber eben auch aus der Gesellschaft heraus gesehen, die ja eben besser, stärker und größer wird, wenn alle mitwirken. Hat sich dein Menschenbild seit deiner Schulzeit verändert? Also hat Katja jetzt heute ein anderes Menschenbild als mit 18? Ja, also diese Grundüberzeugung, die ist bei mir geblieben. Die ist eher noch stärker geworden.
dass ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne sich in eine Gesellschaft einbringt. Deswegen gefällt mir auch diese linke Politik-Sicht nicht, also sich darum zu kümmern, wie schaffe ich es, jemanden, der entweder es nicht mehr schafft oder noch nicht schafft, auf seinen eigenen Beinen zu stehen, mich nur darum zu kümmern, wie ich dessen Transfersätze erhöhe, also die staatlichen Leistungen. Es muss doch darum gehen, wie kriege ich diesen Menschen in die Lage versetzt, dass er zurück kann ins Arbeitsleben, wie kriege ich es hin, dass er wieder selbst auf eigenen Füßen stehen kann. Das ist ja auch das, was die Menschen wollen. Also ich glaube nicht, dass wir eine Politik machen sollten, die es Menschen ermöglicht und leicht macht, auf dem Sofa liegen zu bleiben. Das wollen sie auch nicht. Und das ist ja auch, finde ich, sogar ist so ein asoziales Menschenbild. Also Menschen nicht zuzutrauen, dass sie etwas können und etwas wollen. Ich traue den Menschen etwas zu und ich mache eine Politik, die ermöglicht, dass die Menschen etwas aus ihrem Leben machen können. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Bildung. Deswegen mache ich das hier auch im Deutschen Bundestag. Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Kommen wir gleich zurück zu deiner Biografie. Du hast gesagt, du hast Marx gelesen. Hat der dich beeinflusst? In deinem Denken? Ich fand das einfach spannend. Ich fand es spannend, mich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen und zu gucken, was ich davon richtig finde und was nicht. Ich bin kein Marxist, also niemals geworden, aber trotzdem ist es doch spannend, sich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen. Was ist denn hängen geblieben? Ach, da ist ganz viel hängen geblieben. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier kein Fachgespräch führen, aber klar ist... Ist ja spannend, wenn eine FDPlerin Marx erwähnt. Nee, gar nicht. Also sich damit zu beschäftigen und zu wissen, dass das eine Theorie ist, die vielleicht auf den ersten Blick gut klingen mag, die aber nicht funktioniert. Also wir haben ja viele Beispiele in der Geschichte gesehen, real existierender Sozialismus, die eben nicht funktioniert haben. Das zu sehen, wie so eine Theorie aussieht und wie aber in der Praxis das Ganze gelebt wird und wie das Ganze nicht zusammengebracht werden kann, das finde ich schon spannend. Hat er recht gehabt mit seiner Kritik am Kapitalismus? Nein. Nein. Warum nicht? Ja, weil es schlicht und einfach alles nicht funktioniert hat. Also Kapitalismus ist ja nicht per se schlecht. Und wir leben ja wir hier in Deutschland leben ja auch in einer Gesellschaft, die auch kein klassischer Kapitalismus ist, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wo es ja darum geht, dass die Unternehmen, die Menschen sich frei entfalten können. Und das halte ich für richtig und für wichtig, dass wir aber daneben trotzdem einen Sozialstaat haben. Und da müssen wir viel, viel besser werden, der die Menschen unterstützt, die es eben nicht aus eigener Kraft schaffen können. Und da müssen wir eben sehr, sehr zielgerichtet sein. Wir müssen den Menschen helfen, die es nicht alleine schaffen können. Da haben wir auch die Pflicht, da haben wir auch eine Solidarität. Wir haben aber genauso gut eine Pflicht gegenüber denjenigen, die das Ganze bezahlen, also die Steuerzahler, dass nur denjenigen geholfen wird, dass nur diejenigen staatliche Unterstützung bekommen, die es nicht ohne schaffen. So, also nur so kann ich ja diesen Sozialstaat auch in der Waage halten. Nur so schaffe ich es, dass der auf Dauer akzeptiert wird. Muss von beiden Seiten akzeptiert werden, von denen, die nehmen, von denen, die geben. Und er muss finanzierbar sein auf Dauer. Darum geht's. Und da ist einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Jetzt hast du recht, dass Deutschland jetzt nicht so ein kapitalistisches Land ist wie die USA. Aber könnte Deutschland dann trotzdem was von dem System in Amerika lernen? Das amerikanische System ist ein komplett anderes. Die sind ganz gut in manchen Forschungsbereichen. Da sind sie mutiger und besser als wir. In vielen Bereichen hinken sie aber auch aus meiner Sicht hinterher. Also ich lebe lieber in Deutschland als in den USA, wenn man das jetzt mal auf einen Satz zusammenbrechen sollte oder zusammenfassen sollte. Wann bist du denn politisch geworden? Also erst wirklich, als du 18 geworden bist und gemerkt hast, okay, ich kann jetzt bald mal wählen gehen? Naja, wie gesagt, also Politik hat mich schon vorher interessiert, aber mehr so die Philosophie, die Theorien, die dahinter stecken. Dann mehr und mehr habe ich mich eben ums Parteipolitische gekümmert. Aber als ich 18 war und als ich in den 20ern war, war ich noch weit entfernt davon, mich selber parteipolitisch zu engagieren. Also ich war 30, als ich in die FDP eingetreten bin. Da war ich schon Mutter von zwei Kindern. Also da war ich lange aus diesem Juli-Alter oder dem Alter, wo sich Jugendliche in der Politik engagieren und oft damit anfangen, war ich ja weit drüber hinaus. So, hast Abi gemacht. Was wollte Katja nach dem Abi machen und werden? Was war dein Lebensplan? Also richtig einen Plan hatte ich nicht. Ich habe deswegen erstmal das gemacht, was man macht, wenn man nicht weiß, was man machen will. Ich habe BWL studiert. Hast du Szene studiert? Nee. Ich auch nicht. Nein, ich bin dann nach Münster gegangen, war auch mein Erstwunsch tatsächlich. Bin in Niedersachsen in Vechta aufgewachsen, habe dann in Münster studiert, was traumhaft war. Habe dann aber schon im ersten Semester BWL, spätestens im zweiten gemerkt, dass es mich furchtbar langweilt. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da lerne ich nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe, was man in einem Studium lernt. Mhm. Also
die Mathekurse waren so viel anders auch nicht als das, was wir im Mathe-Leistungskurs hatte. So ein bisschen Buchführung hat man da gelernt. Ja, gut. Also ich fand es nicht so wirklich spannend. Du hättest ja sagen können, okay, ich werde Unternehmensgründerin, da kann man das ja nutzen. Ja, ich habe immer gedacht, wenn ich dann tatsächlich ein Unternehmen gründen will, dann werde ich das, was ich dafür brauche, an betriebswirtschaftlichem Wissen, das kann ich mir dann auch in irgendeinem Wochenende- oder Abendkurs nochmal besorgen. Im Studium wollte ich vielleicht auch anknüpfen an das, was ich in der Schule so gerne gemacht habe, mich mit Dingen beschäftigen, von denen ich wusste, das mache ich später nicht mehr. Sondern bin ich umgesattelt auf Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Romanistik, also mit Spanisch und Italienisch, als Nebenfächern. Wie bist du darauf gekommen? Das wurde war in Münster, ist eine der wenigen Universitäten, die das anbietet und ja, habe dann so den einen oder anderen kennengelernt, der auch in dem Studiengang war, ein bisschen was darüber gehört und gesagt, das ist genau das Richtige für mich. Und sich dann wirklich mit Theorien der Kommunikation, auch wieder der Politikwissenschaft zu beschäftigen, das fand ich dann irgendwie viel, viel spannender. Und so, das war das, was ich von mir, von meinem Studium auch erwartet habe. Jetzt, einige denken jetzt, du bist irgendwie so eine studierte PRlerin. Ist das PR-Studium gewesen, wie man richtig Public Relations macht, oder was heißt Kommunikationswissenschaft? Das ist eher theoretisch. Es gibt so ein paar praktische Kurse auch dabei. Da geht es so im Bereich Journalismus, geht es auch ein bisschen in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mich aber viel beschäftigt, beispielsweise mit dem Verhältnis von Politik und Medien. Also wie hängt das zusammen, wie bedingen die sich auch, wie sind die Abhängigkeiten, was bedeutet überhaupt Presse und ein Mediensystem, Pressefreiheit für das Gelingen von politischen Systemen. So, das habe ich viel gemacht. Sind wir voneinander abhängig? Also ich als Medium und du als Politik? Ja, in gewisser Weise sind wir das auf jeden Fall. Also wir als Politiker sind ja darauf angewiesen, dass wir die Zustimmung der Wähler bekommen. Also wir sitzen hier ja nur, weil wir von einer ausreichenden Zahl von Menschen gewählt wurden. Die Menschen wählen uns nur, wenn wir ihnen sagen, was wir vorhaben, was unsere Ideen sind, wie wir aus der Opposition heraus möglicherweise Vorhaben der Regierung bewerten, als Regierung, was wir selber vorhaben, was wir in einer nächsten Legislaturperiode tun wollen würden. Also wir sind ja auf Kommunikation mit den Menschen angewiesen. Und da wir ja nicht die Möglichkeit haben, so wie wir beide jetzt mit 80 Millionen Deutschen so ein Zwiegespräch zu führen, das ist ja schlicht unmöglich, sind die Medien, Massenmedien, Social Media, was auch immer, einfach das Medium, wo man diese Kommunikation, diesen Kontakt herstellen kann. Und deswegen ist das unglaublich wichtig. Und ich glaube, für dich, wenn du keinen Politiker hättest, mit dem du sprechen könntest, dann müsstest du eine andere Art von Journalismus machen. Aber anders als ich, könntest du das ja alles auch ohne mich machen. Also ich meine, theoretisch, du hast Social Media angesprochen, theoretisch brauchst du mit gar keinem Journalisten mehr reden, sondern machst das einfach über deine Facebook- und Twitter-Kanäle und sprichst einfach in die Kamera und gibst deine Messages weiter. Na, ich glaube, dass man beides braucht. Also natürlich hat man noch viel breitere Kanäle. Und darüber hinaus ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig für den Wähler, dass wir gute Medien haben, Qualitätsmedien haben, die Dinge auch einordnen, die Dinge auch gewichten können, die Themen platzieren können, auswählen können. Das ist schon eine Aufgabe, die ja nicht so ganz ohne ist. Und da haben Journalisten auch eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Aufgabe. Und ich auch hoffe, dass sie noch lange und gut erfüllen werden. Und deswegen bin ich sicher, wird ohne Medien und gut ausgebildete Journalisten, die daran arbeiten, nicht gehen. Liest du noch Zeitung? Ja, natürlich, jeden Tag. Also weniger, dass ich mir eine Zeitung nehme, also im Print habe ich überhaupt keine mehr. Nee. Und ich würde aber auch keine digitales, also es gibt ja auch viele Medien, die es als E-Paper gibt. Ja. Ist dann ja völlig egal, sind ja genauso aufgebaut. Ich lese selten eine von vorne bis hinten, sondern ich habe ganz, ganz viele Medien, die ich scanne, wo ich bestimmte Dinge lese. Ich lese viele Newsletter, viele Pressespiegel, die eben ausgewählte Zeitungsartikel beinhalten. Also Lesen ist schon nicht ganz unwesentlicher Bestandteil meines Tagesablaufs. Liest du als FDPlerin jetzt eigentlich nur Handelsblatt und keine Ahnung, Financial Times oder auch mal die Taz oder Neues Deutschland? Ja, also breit durch, interessiert mich ja alles. Ja. Klar, Bild-Zeitung gehört natürlich dazu, einfach wissen, was eine der größten deutschen Tageszeitungen berichtet, was die Menschen auch lesen, das gehört alles dazu, interessiert mich ja. Also wie lange hast du denn studiert? Gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe 3 Jahre, glaube ich, in meinem zweiten Studiengang studiert, war dann scheinfrei. Dankeschön. Und hast du denn Bachelor? Nee, damals, ich war noch eine der letzten, die den Magisterstudiengang gemacht hat. Das war, glaube ich, im Jahr darauf war das zu Ende. Also ich habe 96 angefangen mit BWL und
97 mit Kommunikationswissenschaft. Und ich war Ende 99 schon in Hamburg und habe da schon gearbeitet, habe da in so einen Job reingeschlittert und habe dann in das erste halbe Jahr musste ich noch einen Schein machen, bin dann zwischen Münster und Hamburg gependelt, war mal einen Tag in Münster, habe den letzten Schein gemacht, war dann scheinfrei und habe dann neben meinem Job in Hamburg parallel meine Magisterarbeit damals noch geschrieben. Und worüber? Da ging es ging um ein Thema aus der Musikindustrie. Und zwar habe ich untersucht, wie die neuen digitalen Verbreitungskanäle, die damals ja entstanden, Anfang, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, wie die die Branche verändern, wie die das Angebot verändern, wie die die rechtliche Situation verändern, wie die eine Branche umkrempeln. Das war ja damals, kann man sich kaum noch vorstellen, aber damals war es noch nicht so, dass man Filme in großer Menge übers Internet verbreitet hat, weil die Bandbreite noch gar nicht da war. Es fing ja an mit Musik. Ja. So, das ist so das Erste. Napster und sowas. Genau, Napster damals noch illegal. Das hat diese Branche extrem verändert und ich habe mir dieses Thema genommen und wollte einfach gucken, was macht das mit so einem Medium, mit dem Medium Musik und der ganzen Branche, den Künstlern und allem, was dahinter steckt. Und habe dann diverse Expertengespräche geführt, habe so ein bisschen geguckt, was ändert sich schon, was könnte sich ändern und habe dann so ein Szenario mal aufgestellt, wie würde das aussehen in 5 Jahren. Wie hast du dich auch mit der Urheberrechtslage beschäftigt? Ja. Muss aus deiner Sicht was an der Urheberrecht EU-weit oder in Deutschland geändert werden? Ja, man muss schon gucken, dass man das Urheberrecht, das ist ja entwickelt worden für eine Zeit, wo Musik auf einem Tonträger gebunden war, dass man das anpasst an das digitale Zeitalter. Da funktioniert es einfach nun mal ganz, ganz anders. Also man konnte damals Rechte vergeben, die territorial gegolten haben. Also man hatte als jemand, der die Musik verkaufen wollte, verbreiten wollte, das Recht, sie in Deutschland, Österreich, Schweiz zu verkaufen, meinetwegen. Das funktioniert im Internet so nicht. Da ist man gleich weltweit unterwegs oder muss da entsprechende Schranken einsetzen. Also man muss sich auf die neuen Gegebenheiten, die der Vertriebsweg Internet möglich machen, eben einstellen. Und das hat sehr lange gedauert. Da ist man jetzt auch noch nicht so ganz fertig. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren auch immer wieder Novellen oder Versuche, das Urheberrecht im Sinne von der Musikindustrie oder den Konzernen zu verschärfen. Wart ihr dagegen? Habt ihr da ein Gegenkonzept? Ich bin halt die Upload-Filter wurden ja auch damit begründet, damit keine Urheberrechtsverletzungen geschehen können. Und da gibt es ja dann immer wieder das Problem, was ist mit Remixen, was ist mit Satire und so weiter und so fort. Also im Bereich Musik bin ich in den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht mehr ganz so drin gewesen. Da kann ich das gar nicht im Einzelnen so nachvollziehen, wie da auch gerade die Debatte ist. Was die Upload-Filter angeht, das haben wir aber ganz klar abgelehnt. Das ist natürlich geeignet als Zensurmaschine und das ist schrecklich und schlimm und darf einfach nicht passieren. So, dann warst du in Hamburg. Willst du verraten, was für ein Job das war damals? Ja, das war ein Internet-Startup, das sich 99 gegründet hat. Im Bereich Musik, so bin ich auch auf mein Examensthema ehrlicherweise gekommen. Das war jetzt nicht Napster. Das war nicht Napster, nein, es war ein kleines Hamburger Unternehmen, das sich mit der Rechteverwertung von Musikrechten von Musik beschäftigt hat. Da ging es also um, es war letztendlich ein B2B-Geschäft. Geht es um Rechtehandel, weltweiten Rechtehandel, den man übers Internet auch organisieren kann. Also das, was früher mit dem Versenden von irgendwelchen Demo-Tapes über die ganze Welt passierte, war da auf einer Plattform geregelt. Und war das Startup erfolgreich? Nein, war es nicht. Das ist wie fast alle dann auch 2,5 Jahre später in die Insolvenz gegangen. Und da habe ich mir einen anderen Job gesucht. Was bist du denn geworden? Bin ich zum Otto-Versand gegangen. Also ganz was anderes. Das war hier richtig der dicke Katalog, ne? Ja, ich war bei einer Tochterfirma, die haben Büromaterial verkauft. Also Büroausstattung, Material. Okay. Ja, das war nicht meins. Das Startup habe ich sehr gerne gemacht, da habe ich sehr, sehr gerne gearbeitet. Das gab es dann nur irgendwann nicht. Ich meine, das Otto-Ding war nicht deins. Nein, ich bin, glaube ich, kein Mensch, der gut in einem Konzern aufgehoben ist. Vielleicht lag es auch daran, dass meine erste richtige Station ein Internet-Startup war, wo nichts da war und ich alles aufbauen durfte. Ich also komplett selber machen durfte und musste. Eine Hierarchie? Ganz, ganz wenig. Ja. Und das ist in so einem Konzern ganz, ganz anders. Also wenn man da eine Idee hat, dann wurde mir gesagt, ja, in 1,5 Jahren oder 2 können wir das umsetzen. So, und vorher konnte ich das am selben Tag alles umsetzen. Also das war, dazu war ich zu ungeduldig. Das war mir alles zu starr. Und
Dann bin, ist, nachdem ich da ein Jahr beim Otto-Versand gewesen bin, auch mein erster Sohn schon geboren worden. Da habe ich sowieso eine kleine Pause gemacht und bin dann auch nie wieder zurückgegangen. Wo bist du denn danach hingekommen? Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Dann kam auch schnell mein zweiter Sohn und ich habe dann freiberuflich gearbeitet im PR-Bereich. Was hast du denn da gemacht? Ich habe teilweise für Kunden direkt gearbeitet, indem ich Texte geschrieben habe, recherchiert habe. Ich habe für Agenturen teilweise gearbeitet, die, wenn sie einen neuen Kunden hatten, schnell ihre Teams verstärken mussten. Dann habe ich da eine Zeit lang für ein paar Monate ausgeholfen. Also alles Mögliche. Also eine erfolgreiche PR-Frau. Ja, das hat Spaß gemacht, habe ich gerne gemacht. Und es war super zu verbinden mit den kleinen Kids. War sehr flexibel. Eine schöne Zeit. Jetzt gibt es ja viele, auch bei der FDP, die nebenher noch Nebenjobs haben. Machst du dein PR-Ding immer noch nebenbei weiter? Nee, ich mache gar nichts mehr nebenher. Dazu fehlt. Aber Wolfgang Kubicki hat auch immer Zeit. Ja, der vielleicht schläft ja einfach weniger als ich. Ich weiß es nicht. Nein, also dafür fehlt mir wirklich die Zeit. Ich habe ja den Landesverband, ich habe den stellvertretenden Bundesvorsitz, hier die Stellvertretung. Ich habe zwei Teenie-Kids zu Hause. Ja, und irgendwann will ich auch mal nichts machen. Immer will ich auch mal Sport machen und auf dem Sofa liegen. Wie nutzen dir deine PR-Skills in der heutigen Politik oder in deiner Arbeit? Ja, ich werde da ganz, ganz oft gefragt. Natürlich hilft es, ein gewisses Verständnis dafür zu haben, wie Prozesse funktionieren. Aber wenn man für sich selber quasi PR machen will oder Öffentlichkeitsarbeit, ist das etwas komplett anderes. Warum? Also, ja, weil man sich selber natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Es ist immer anders und manchmal, glaube ich, auch besser, wenn man von außen auf eine Sache oder eine Person guckt. Es ist ganz schwer, sich selber mit dem entsprechenden Abstand zu betrachten, dass man da tatsächlich immer die richtigen Hinweise und Tipps geben kann. Jetzt bist du der stellvertretende Vorsitzende. Hat die FDP ein PR-Problem? Was hat das mit mir als stellvertretendem? Ja, du bist ja die Vorsitzende der FDP und kennst dich mit PR aus. Die FDP hat ja, die einen sagen Imageprobleme. Christian Lindner will ja das Image ändern. Habt ihr ein PR-Problem? Nee, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich mal überlegt, wie wir uns aus der Zeit 2013, als wir aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob du dran geglaubt hast, aber ich glaube, ich bin sicher, dass fast niemand geglaubt hat, dass wir es jemals wieder zurückschaffen in den Deutschen Bundestag. Das haben wir aber geschafft. Wir haben uns 4 Jahre lang da aus diesem Tief gequält und sind dann mit über 10% wieder in den Deutschen Bundestag zurückgekommen. Mhm. Das ist eine tolle Leistung, auf die wir immer noch alle stolz sein können. Also das ist gut gelungen. Aber hat die FDP heute ein PR-Problem? Nein. Okay. Findest du, dass wir eins haben? Nee, Ich wollte von dir wissen. Habt ihr eine PR-Strategie? Was ich mir natürlich wünsche, und das wünscht sich, glaube ich, jeder, dass wir noch mehr Möglichkeit haben, in den Medien stattzufinden. Das ist in einer Situation, wo wir politische Ränder haben, die sehr stark Aufmerksamkeit ziehen. Nicht immer ganz einfach. Wird viel über die AfD am rechten Rand gesprochen, es wird auch viel jetzt gerade über das Thema Klima gesprochen, es wird sehr stark mit den Grünen verbunden. Das sind so Polarisierungen, die da teilweise stattfinden, die wir schon damals hatten beim Thema Einwanderung, Migration. Da gab es sehr viele Pole, um die da gesprochen wurde. Jetzt geht es um das Thema Klima, wo sehr stark die politischen Extrempositionen eine Rolle spielen. Da ist es manchmal nicht so einfach, dass wenn man mit einer ausgewogenen Position, so einer mittleren Position da reingeht, da überhaupt stattzufinden, was für manche, glaube ich, schlicht und einfach zu langweilig ist. Trotzdem ist es richtig, also das würde mich trotzdem nicht dazu verleiten, eine Extremposition zu verleiten, von der ich glaube, dass sie falsch ist. Hast du irgendeine Position, die radikal ist? Du sagst, da müssen wir konsequent sein, da müssen wir das Problem an der Wurzel anpacken. Also wenn du so radikal definierst, dass man an die Wurzel rangeht, dann habe ich ganz, ganz viele radikale Positionen. Oh. Zum Beispiel im Bereich Bildung, also mein Schwerpunktthema. Ich finde, dass wir wirklich eine Reform des Bildungsföderalismus brauchen. Das ist etwas, was seit vielen Jahren hier auf der Agenda steht in Deutschland, wo es aber schwer ist und man echt die berühmten dicken Bretter bohren muss, um da entsprechend Mitstreiter zu finden. Lass uns darüber reden. Was ist daran radikal? Was willst du ändern? Also ich möchte einfach, dass der Bildungsföderalismus, wie wir ihn jetzt haben, dass der viel, viel moderner wird. Ich wünsche mir, dass wir bundesweit einheitliche Bildungsstandards bekommen, dass wir uns also
Bund und Länder sich zusammentun und für die einzelnen Fächer, für die einzelnen Klassenstufen, fürs Abitur, für den mittleren Abschluss, wir uns überlegen, was muss ein Schüler, eine Schülerin können? Was, wo, welches Ziel will ich erreichen? Beim Abitur sieht man es ganz deutlich, dass wir davon weit entfernt sind. Wenn man sagt jetzt, das Abitur ist, vergleiche ich das jetzt mal mit einem 100-Meter-Lauf und misst dann die Zeit, also sprich, gibt eine Abiturnote. Dann würde das ungefähr bedeuten, dass die Schüler in Bayern, die müssen nicht 100 Meter laufen, die müssen 160 Meter laufen und die Schüler in Bremen müssen 70 Meter laufen. So, also das, was die Schüler leisten müssen, um das jeweilige Abitur zu bekommen, ist in den Bundesländern eben sehr, sehr unterschiedlich. Dann gibt es die Noten dafür und dann haben wir die Situation, dass mit diesen Noten, die ja dann überhaupt nicht vergleichbar sind untereinander, dass die aber dafür ausschlaggebend sind, welche Studiengänge der Schüler und die Schülerin besetzen kann. Also ich erinnere mich damals noch, es ist heute nicht anders, dass es dann Numerus Clausus gibt, Zugangsbeschränkungen und dass die Abiturnote da oft einen wesentlichen Anteil hat. Und das ist einfach, das ist ungerecht, das macht keinen Sinn. Ich möchte, dass wir da bundesweit einen einheitlichen Standard haben, und zwar sehr hochwertigen Standard. Ich würde mich da weniger an den Bremern orientieren, sondern eher an den Bayern. Und darüber hinaus, und das ist die andere Seite, bin ich sicher, dass wir den einzelnen Schulen noch mehr Möglichkeiten geben, vor Ort mit ihren Gegebenheiten, die sie vorfinden, das richtige Konzept zu entwickeln, wie diese Ziele, die für alle gleich sind, erreicht werden können. Aber was ist daran radikal? Hör dir mal die Debatten im Deutschen Bundestag an. Also das ist für viele absolut undenkbar, an diesen Bildungsföderalismus ranzugehen. Das hätte man immer so gemacht und da ist nichts zu machen. Also das sagt ein grüner Ministerpräsident Kretschmer genauso wie damals, als er noch Ministerpräsident von Bayern war, auch an Herr Seehofer. Die haben damit einfach ein Riesenproblem. Für die ist Bildung ihre Domäne in den Ländern, da wollen sie auch nicht von lassen. Vergessen aber oder verlieren aus dem Auge, dass das für unser Bildungssystem schlecht ist. Wir sind eben nicht im Wettbewerb, unsere Schüler untereinander, die Rheinland-Pfälzer mit den Hessen, sondern unsere Schüler konkurrieren ja mit den Schülern anderer Länder, anderer Nationen, anderer Staaten. Konkurrieren? Ja, natürlich. Weil es geht um Jobs, es geht um darum, was unsere Schüler können und später entwickeln. Also es geht ja auch darum, wie gut sind sie auch auf ein Studium vorbereitet, wie gut können sie ihr Studium abschließen und wie gut können sie am Ende dann auch in ihren Berufen sein und da auch dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Also Sie sehen das ja im technologischen Bereich, wie in Ländern wie USA ein Startup nach dem anderen entwickelt wird, was später wirklich auch eine Marktführerschaft, eine Weltführerschaft entwickelt. In Deutschland, aus Deutschland heraus passiert das nicht. Israelis schaffen das auch besser als wir. Also das ist schon, wir stehen da schon im Wettbewerb. Eine andere radikale Idee wäre ja quasi, den Föderalismus aufzuheben und sagen, okay, wir regeln das bundespolitisch, was in der Schule passiert. Wärst du dafür zu gewinnen? Naja, das ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich glaube, dass Bund und Länder sich gemeinsam einigen müssen, welche Standards erfüllt werden müssen. Die Länder können gerne weiter in der Organisation der Schule, des Schulwesens vor Ort tätig sein. Da gibt es ja auch noch viele Aufgaben, die da zu tun sind. Und dann wiederum möchte ich den einzelnen Schulen mehr Freiheit geben als jetzt, zu entscheiden, wie setzen sie ihr Personal ein, wie setzen sie ihre Ressourcen ein, damit das Beste für ihre Schülerschaft rausgeholt werden kann. Also einfach mal so ein Beispiel. Wenn man nach Hamburg guckt, da gibt es Schulen in einem Stadtteil wie Blankenese, ist ein sehr wohlhabender Stadtteil, die haben ganz andere Herausforderungen als eine Schule in Mümmelmannsberg, wo bis zu 90% der Kinder Migrationshintergrund haben. Das ist eine völlig andere Schülerschaft, eine ganz andere Elternschaft. Beide Schulen können sehr, sehr erfolgreich sein, wenn man sie ihre Wege gehen lässt. Und das müssen aber unterschiedliche Wege sein. Da wird was heißt denn eine erfolgreiche Schule? Erfolgreiche Schule, dass die Schüler viel, viel lernen, viel mitbekommen, viel Wissen, viele Kompetenzen mitgebracht bekommen, ganz, ganz viel aufgesogen haben. Kann man dich dafür gewinnen, dass wir vielleicht eine Gemeinschaftsschule machen und quasi aufheben, irgendwie, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, ich wurde nach der 4. Klasse aufs Gymnasium geschickt, in manchen Bundesländern ist es, glaube ich, nach der 6. und so weiter, aber viele sagen ja, wir sollten das gar nicht mehr trennen. Also quasi von der 1. bis zum Abitur können die Kinder in einer Schule gehen. Ne? Der Migrant, das Migrantenkind mit dem Millionärssohn.
Ja, das würde die Probleme nicht lösen, die wir haben. Also ich habe überhaupt nichts gegen Gemeinschaftsschulen. In Hamburg heißt sie Stadtteilschule, woanders heißt sie anders. Das kann für viele Schüler ein gutes Konzept sein, aber eben nicht für alle. Und ich habe ein Problem damit, alle Kinder über einen Kamm zu scheren. Warum sollte ich das Gymnasium als erfolgreiche Schulform abschaffen? Es gibt Kinder, die sind nach der vierten Klasse schon so weit, das ist gut, wenn die in der fünften Klasse auf ein Gymnasium gehen und ganz, ganz schnell lernen und in 12 Jahren ihr Abitur machen. Und es gibt andere Kinder, für die ist es gut und besser, dass sie das Abitur in 13 Jahren machen, so wie in Hamburg auf der Stadtteilschule. So, Kinder sind unterschiedlich und deswegen halte ich überhaupt nichts davon zu sagen, jetzt müssen sie alle das Gleiche machen. Das ist aus meiner Sicht immer falsch. Ich glaube, diese Individualisierung, das ist sowieso das Schlüsselwort. Dafür brauchen wir auch die digitale Bildung. Ja. Ich muss das einzelne Kind in den Blick nehmen. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich aus ideologischen Gründen sage, die Stadtteilschule oder die Gemeinschaftsschule ist doch das Bessere. Ja, mag für viele Kinder sein und die sollen auch die Möglichkeit haben, aber für die das Gymnasium der schnelle Weg zum Abitur besser ist, die wollen wir doch bitte schön nicht davon abhalten. Also diese Gleichmacherei ist ein Riesenproblem. Nur weil irgendjemand meint, er hätte da den Schlüssel und den Stein der Weisen gefunden. Ich weiß nicht, ob du in der Schule im Ausland warst. Ich war in Amerika, da war ich an der Highschool. Und das war ja auch quasi eine Gemeinschaftsschule, eine Einheitsschule. Und trotzdem habe ich nicht das Gleiche gelernt wie ein Gleichaltriger, sondern man konnte sich ja trotzdem aussuchen, in welchen Kurs man geht oder mit welchem Lehrer man welche Schwierigkeitsstufe macht. Also das ist ja jetzt nicht ein Grund gegen eine Einheitsschule. Ja. Und ich bin mit einem mit Migrantenkindern in einer Schule gewesen, ich war ja quasi selbst eins. Kinder mit geistiger Behinderung, mit körperlicher Behinderung, alle waren auf einer Schule und nicht wie bei uns, Sonderschulen, Hauptschule, Realschule heißt das bei uns, Gymnasium. Also das gibt es ja kaum noch in Deutschland. Es gibt ja fast überall nur noch dieses zweizügige System aus Gymnasium und Gemeinschaftsschulen. Das ist ja das, was sich immer mehr und mehr durchsetzt. Aber dann höre mal linke und grüne Bildungspolitiker, wenn du darüber redest, dass man in der Gemeinschaftsschule diese Binnendifferenzierung, was du gerade beschreibst, vornehmen will. Dass also manche Kinder, die schneller lernen, in andere Kurse gehen als andere. Da laufen die amok. Also da haben die ja schon ein Problem mit. Mhm. Und ich finde das richtig, wenn man schon eine Gemeinschaftsschule macht, dann auch zu gucken, wie kann ich jedem Kind möglichst gerecht werden. Ich finde, es gibt nichts Ungerechteres, als alle Kinder über einen Kamm zu scheren, weil Kinder sind unterschiedlich und ich kann ihnen nur Zwang und was Schlechtes antun, wenn ich meine, ich kann sie alle gleich behandeln. Das kann nicht funktionieren. Und ich finde das schlimm, dass man das aus irgendwelchen ideologischen Gründen, weil man meint, das müsste so sein, den Kindern antut. Kinder sind unterschiedlich. Ich habe 2 Kinder und die sind so unterschiedlich, obwohl sie in der gleichen Familie aufgewachsen sind, von den gleichen Eltern sind. Und ich kann ihn nie gleich behandeln. Da würde ich keinem der Kinder gerecht werden. Hast du sie trotzdem aufs Gymnasium geschickt? Meine Kinder sind beide auf dem Gymnasium, ja. Aber wenn sie da auf einer anderen Schule besser aufgehoben wären, wären sie auch dahin gegangen. Also ich muss doch gucken, was ist für mein Kind das Beste. Gibt es andere radikale Ideen im Bildungswesen? Was ich finde, was in Deutschland viel zu kurz kommt, ist das Thema digitales Lernen. Und auch das hat was mit individuellem Lernen zu tun. Wenn ich nämlich die Möglichkeit habe, über digitale Schulbücher, also über digitale Lernprogramme zu lernen, da kann ich dann künstliche Intelligenz einsetzen, so dass dieses Programm sehr genau erkennt, was kann der Schüler, was kann er noch nicht. Beispiel Bruchrechnen, dann hat das Kind vielleicht schon verstanden, wie man multipliziert, aber noch nicht, wie man dividiert. So, dann kann dieses Programm spezielle Aufgaben da liefern, wo noch Bedarf ist, vielleicht nochmal eine kleine Lerneinheit dazu stellen. Ich kann also sehr individuell gucken, wo ist der Schüler, wo braucht er noch Unterstützung, wo kann er schon vielleicht einen Schritt weitergehen. Kann da dem einzelnen Schüler viel besser gerecht werden, als wenn ein Lehrer vor der gesamten Klasse steht und natürlich nur ein Programm machen kann, was dann für alle passen muss. Ja. So, und wenn ich das mache, dann hat der Lehrer auch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Raum, auch mal zu sagen, jetzt ist die ganze Klasse zusammen, jetzt kommen die Geräte auch mal weg und jetzt sprechen wir mal, jetzt diskutieren wir mal, jetzt gucken wir uns mal was kritisch an, kommen wir mal ins Gespräch miteinander, weil alles, was ich nicht über digitale Programme, genauso wenig über ein Schulbuch lernen kann, nämlich die Fähigkeit zur Kommunikation, zur Reflexion, zur Zusammenarbeit, das muss ich ja alles trotzdem weiter lernen. Das wird ja in einer digitalen Welt, in die unsere Kinder zwangsläufig gehen werden, wird das immer wichtiger werden, dass sie diese Fähigkeiten haben. Weil das werden uns die Maschinen niemals abnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meiner Schule, also als ich Abi gemacht habe und zurückgeblickt habe, da kam mir das so ein bisschen vor, ich wurde irgendwie nicht aufs Leben vorbereitet und quasi, mir wurde quasi nicht an die Hand gegeben, wie ich quasi mit meinem eigenen Denken
quasi das Leben um mich herum verstehen kann oder wie ich irgendwie eigene Lösung finde, sondern mir kam es so vor, als ob, wie ich lerne, ein guter Arbeitnehmer zu sein, wie ich schnell quasi lerne, ein guter Angestellter zu sein. Und ich werde an die Uni, ich komme dann an die Uni, lerne im BWL, wie ich genau das auch wieder machen muss. Was ist das Ziel eigentlich von Bildung, also von Schule? Ich höre diesen Vorwurf oft und der scheint auch wohl zu stimmen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir auch den Freiraum in den Schulen schaffen können, dass man eben auch das kritische Denken lernt, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen kann. Ich hatte Glück an meiner Schule. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule und da habe ich, das denkt man vielleicht auf den ersten Blick nicht. Ja, aber wir hatten wirklich, wir wurden dazu aufgefordert, selbst zu denken, kritisch zu denken. Also ich hatte die Möglichkeit auch zu sagen im Gemeinschaftskundeunterricht, ich möchte jetzt von Clausewitz lesen. Und das wurde dann auch gemacht. Also katholische Mädchenschule, kritisches Denken. Also hast du dann auch so gesagt, ja, warum sind hier Frauen eigentlich benachteiligt? Ja, das wurde alles, war okay. Also wir haben mit den Nonnen, die uns Religionsunterricht erteilt haben, auch über das Zölibat gesprochen, das kritisch diskutiert. War überhaupt kein Problem. So, und das fand ich gut. Also wir wurden da schon wirklich auch zum Nachdenken, auch zum kritischen Nachdenken, auch mal zur Widerrede wurden wir da durchaus erzogen. Und deswegen mir hat das gut gefallen. Durftet ihr auch an deiner katholischen Mädchenschule das Konzept von Gott an sich anzweifeln? Ja, durften wir auch. Bist du gläubig heutzutage? Nein. Bist du vom Glauben abgefallen oder bist du einfach da auf die Schule gegangen? Hast du getan, als ob du glaubst? Man musste ja nicht so tun, als wenn man glaubt, nur um auf diese Schule zu gehen. Also das war jetzt nicht eine Eingangsvoraussetzung, dass man jetzt irgendwie ein Glaubensbekenntnis aufgesagt hat. Aus dem Osten, ich habe keine Ahnung, ja, was da die Voraussetzungen sind. Nein, also ich bin katholisch getauft und ich bin auch in einer katholischen Familie aufgewachsen, aber inzwischen auch schon lange nicht mehr Mitglied der Kirche und da eine kritische Distanz. Obwohl ich immer noch gerne zur Kirche gehe, weil ich es einfach schön finde. Okay. Jeden Sonntag. So, dann hast du gesagt, du bist mit 30. Nee, wir waren noch bei radikalen Sachen. Du meintest, bei der Bildung hast du radikale Ideen. Wo hast du noch radikale Ideen? Du meintest, ach ja, dann. Ja, zum Beispiel unser Sozialsystem müssten wir umbauen. Da ließe sich ganz, ganz viel machen. Wie viel Zeit haben wir? Ja, wir können ja ein bisschen drüber sprechen. Also, gib mir deine radikalen Ideen dafür. Also, wir haben jetzt. Das Bundesverwaltungsgericht hat gerade geurteilt, was die Sanktionen bei Hartz IV angeht. Da darf man nicht mehr so stark sanktionieren, wie das teilweise bisher der Fall gewesen ist, also nur noch bis maximal 30%. Im Grundsatz bleibt es aber dabei, dass man die Menschen fördert, aber auch fordert von ihnen. Das halte ich für grundsätzlich für einen richtigen Ansatz, haben wir eben schon besprochen. Ich finde aber, dass man noch viel stärker auch in Richtung Anreize gucken muss. Also beim Hartz IV finde ich die Diskussion darüber falsch, dass ich mich nur darüber unterhalte, wie hoch und wie niedrig muss Hartz IV sein, was ist noch menschenwürdig. Das ist eine Diskussion, die darf und die muss man auch führen, aber dabei darf es nie stehen bleiben, wenn ich über Hartz IV rede, sondern ich muss gucken, wie schaffe ich es, dass Menschen im Hartz IV-Bezug es leichter haben, da wieder rauszukommen. Und wenn ich dann eine Regelung habe, und die haben wir aktuell, dass jemand im Hartz-IV-Bezug es schafft, aus eigener Anstrengung, wie auch immer, einen Minijob zu bekommen, also einen ersten Schritt da rausgeht, dann darf er 100 Euro behalten, zahlt dann aber von jedem weiteren Euro 80 Cent an den Staat zurück. Und das ist natürlich das klare Zeichen an einen solchen Menschen, lohnt sich nicht, bleib mal lieber auf dem Sofa sitzen, wir brauchen dich hier gar nicht. So, das ist natürlich brutal, so solche Abzüge zu haben. Also da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, was soll das? Und ich finde, da brauchen wir ganz andere Regelungen für Hinzuverdienstgrenzen, damit wir eine Leiter schaffen, Anreize schaffen, damit Menschen sich wieder aus dem Transferbezug herausziehen können und wieder auf eigenen Füßen stehen können. Das müssen wir den Menschen leicht machen und nicht schwer. Aber die Sanktionen an sich möchtest du nicht abschaffen? Nein, ich halte dieses System Hartz Fear, also Hartz Angst, also man hat Angst, quasi erstens in dieses System zu fallen und zweitens da in irgendeiner Weise es wieder rauszuschaffen, dass die Sanktionen da einen Beitrag leisten? Nein, also die Sanktionen sind ein Bestandteil und heißt schlicht und einfach, dass jemand, der Mittel der Solidargemeinschaft nimmt, auch natürlich gleichzeitig sich verpflichten muss, auch seinen Teil dazu zu tun, dass er da wieder rauskommt. Und wenn ich dann Jobangebote nicht annehme oder Termine nicht wahrnehme, dann ist das kein Zeichen dafür, dass ich die Bereitschaft habe, da wieder rauszukommen. Also das darf man schon sanktionieren, das ist schon weiterhin richtig. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch, und da finde ich, muss einiges passieren, Trittleitern schaffen, Wege schaffen, dass die Menschen wieder rauskommen. Und diese Hinzuverdienstregeln beim Minijob, wo so viel abgegeben
werden muss. Ist genau das Gegenteil, es ist demotivierend. Also das ist, finde ich, viel demotivierender als die Sanktionen. Das ist doch schrecklich, was macht man da? Oder ein anderes Beispiel, finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Kinder, die in einer Pflegefamilie aufwachsen, die einen Ferienjob haben oder einen Nebenjob, die müssen bis zu 75% davon abgeben. Wenn man sagt, Mensch, du, deine Familie bezieht ja staatliche Leistungen, Pflegefamilien bekommen ja Unterstützung vom Staat, die müssen ganz, ganz viel abgeben. Das heißt also, dieses Kind, dieser Jugendliche, der sicherlich keinen ganz einfachen Lebensweg gehabt hat, sonst wäre er nicht in einer Pflegefamilie, muss dann auch noch, anders als seine Schulkameraden, viel von dem selbstverdienten Geld abgeben. So, auch da das Signal, lohnt sich nicht, lass mal lieber. Wer bis zu 75% abgeben muss, der sagt sich doch, warum soll ich das Ganze überhaupt machen? Und das macht den Staat nicht arm, es ist aber ein ganz fatales Signal an die Menschen. Und das halte ich für total falsch, das muss einfach anders werden. Da muss unser Sozialsystem viel passgenauer werden, viel mehr dafür sorgen, dass wir Wege schaffen, dass wir es den Menschen leichter machen, wieder rauszukommen. Findest du, dass der aktuelle Hartz-IV-Regelsatz zu hoch ist? Nein, ist nicht so hoch. Das ist kennst du den? 424 Euro erhöht sich nächstes Jahr um 8 Euro. Nicht zu hoch, aber zu niedrig? Es ist ein Satz, wo man klar sagen muss, dass man, wenn das für ein paar Monate ist, wird man damit irgendwie klarkommen. Es ist sehr, sehr wenig. Aber wenn man über Jahre in diesem Bezug ist, ist das extrem schwierig. Extrem schwierig, ja. Kannst du dir vorstellen, von Hartz IV zu leben oder leben zu müssen? Nein, ich glaube auch nicht, dass ich es tun würde, weil ich würde... Würdest du nicht dich arbeitslos melden, dann, oder was? Ich wäre auch bereit, einen Kellnerjob anzunehmen oder als Köchin. Die werden händeringend gesucht. Ich habe das im Studium gemacht, ich würde es auch wieder machen. Mhm. Ich bin kein Mensch, würde klarkommen. Allerdings weiß ich auch, ich bin gesund, ich kann so einen Job machen. Ich weiß, dass viele andere das eben nicht können. So, das ist ja auch oft der Grund, warum Menschen im Transferbezug sind. Es sind ja nicht Menschen wie ich, die gesund sind, die viel können, die über eine Motivation verfügen. Da gibt es Menschen, die sind gesundheitlich eingeschränkt, die haben Suchtprobleme, psychische Probleme. Das ist mir alles klar, warum Menschen auch auf diesen Satz angewiesen sind. Warst du schon mal arbeitslos? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Nö. Und das ganze Sanktionsregime, das findest du jetzt nicht so problematisch, finde ich. Kannst du mich auch das dritte Mal fragen? Nein, finde ich nicht, weil ich es richtig finde, dass jemand, der eine staatliche Leistung bezieht, auch gleichzeitig sagen muss, okay, ich tue meinen Teil dazu, da wieder rauszukommen. Und Sanktionen bekommt man zum Beispiel, wenn man einen Termin verpasst im Jobcenter oder wenn man einen Job, der zumutbar ist, nicht annehmen möchte. So, und es gibt eben nicht das Recht dazu, auf der einen Seite zu sagen, ich nehme das Geld der Solidargemeinschaft, aber ich tue meinen Teil nicht dazu, um da wieder rauszukommen. Das muss schon ein Geben und Nehmen sein. Und deswegen finde ich auch, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgewogen ist. Hat ja auch den Sanktionen Grenzen gesetzt. Die dürfen ja nicht ins Uferlose gehen. Aber es muss schon ein Zeichen dafür sein, auch gegenüber denjenigen. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das Ganze muss ja jemand bezahlen. So, was sagt man denn der Kassiererin oder dem Arbeiter in irgendeinem Industrieunternehmen, die mit ihren Steuern ja dafür sorgen, dass das System funktioniert? Die gehen arbeiten und zahlen. Jemand anders geht nicht arbeiten, will aber auch keinen Job annehmen und dann passiert nichts. Also das muss ja im Gleichgewicht sein. Zwischen denjenigen, die den Sozialstaat finanzieren, die das sicherlich auch gerne tun, und denjenigen, die ohne staatliche Hilfe nicht auskommen. Aber die könnten, aber nicht wollen, die müssen eben damit leben, dass sie dann auch Sanktionen bekommen. Ist so gut, dass Hartz-IV-Empfänger so durchleuchtet werden vom Staat. Also du musst da quasi dich jetzt nicht buchstäblich nackig machen, aber quasi dein Privatleben nackig machen, Kontoauszüge und so weiter. Also ich bin gerne bereit zu gucken, ob es bestimmte Freigrenzen gibt. Wir haben ja nichts davon, wenn jemand sein Eigenheim verkaufen muss, seine Wohnung verkaufen muss, im Prinzip die Zeit Hartz IV zu überstehen und dann hinterher, also das sind ja alles Dinge, die oft für die Altersvorsorge gedacht sind, um dann hinterher
im Alter nichts dazustehen und dann ja wieder staatliche Leistung beziehen muss. Da haben wir ja alle nichts davon. Wie ist das bei unseren Reichen in Deutschland? Ist es ja genau andersrum. Die müssen ja quasi gar nichts offenlegen. Also wenn man das BMF fragt, Finanzministerium, also die wissen ja quasi gar nicht teilweise, wie viel Geld und die reichsten Deutschen in Deutschland haben. Also wäre es nicht fair, wenn quasi die Ärmsten, wenn die sich nackig machen müssen in unserem Land, dass auch die Allerreichsten, die Superreichen vielleicht mehr transparent walten lassen müssen? Aber mit welcher Begründung und wem sollen das dienen? Also ich muss dann deutlich machen, wie meine Situation ist, wenn ich Mittel wenn ich Sozialleistung beziehen möchte, also Mittel, die andere zur Verfügung stellen. Dann finde ich es richtig, nachzuweisen, dass ich die Bedürftigkeit habe. Aber jetzt nur zu sagen, weil der das auch machen muss, jetzt auch dieser Begriff der Reiche, frage ich dich mal. Wie reich? Findest du, also bist du reich? Willst du jetzt, sagst du jetzt nur, weil ein Hartz-IV-Empfänger offenlegen muss, dass er bedürftig ist, willst du das jetzt auch machen? Aber das wäre doch fair, oder? Warum? Wem gegenüber fair und wozu? Ja, wir sind ja Sozialstaat. Wem dient denn das? Also wem dient denn das jetzt, wenn... Also ich verstehe es irgendwie nicht. Der Gemeinschaft. Wir sind ja ein Sozialstaat, wir sagen soziale Marktwirtschaft, wir sagen, wir sind ein soziales Land und dann sollte es auch klar quasi transparent gemacht werden, wie die Ungleichheit oder die Einkommensverhältnisse, die Vermögensverhältnisse sind. Ich meine, es gibt in Deutschland aktuell, laut aktuellen Zahlen, 46 Menschen oder 46 Familien, die so viel Vermögen haben wie die untersten 42 Millionen Deutsche. Da wärst du weißt es ja schon. Dann, also dir geht es also nicht das darum. Das sind die Schätzungen. Aber der Staat an sich weiß das nicht. Ja, also muss der Staat das nicht wissen? Was der Staat wissen muss, ist, welche Steuerlast die Menschen zu tragen haben. Und dafür muss natürlich in der Steuererklärung steht natürlich schon, was hat ein Mensch für Einkünfte. Danach werden ja Steuern bemessen. Also man kann ja nur nicht sagen, dass der Staat da überhaupt nichts wüsste. Also du machst eine Steuererklärung, ich mache die, andere machen die auch. Ja, aber da gebe ich ja an, wie viel Einkommen ich habe. Ich muss nirgendwo angeben, wie viel Vermögen ich auf dem Konto irgendwo rumliegen habe. Ich muss angeben, natürlich, also ich habe gewisse, klar, natürlich. Es gibt doch bestimmte Freibeträge, wenn ich die überschreite, dann zahle ich doch meine Steuern drauf, natürlich. Ja, beim Einkommen, aber Vermögen, wir haben ja keine Vermögensteuer, also wird ja nirgendwo das Vermögen angezeigt. Es geht also um Vermögensteuer, so halte ich für falsch. Ja, es gibt noch kein Modell, wo jemand, ich bin gerne bereit, mir das anzugucken, sollen diejenigen, die eine Vermögensteuer wollen, das gerne mal vorlegen. Es ist noch nicht vorgelegt worden, wie ich es tatsächlich schaffe, dass das einmal das Bundesverfassungsgericht auch passiert, wie ich es schaffe, dass Vermögen sind ja oft auch gebunden durch Unternehmer in ihren Unternehmen. Die kann ich nicht einfach besteuern, das ist Substanzbesteuerung, also das hilft auch niemandem. Wie das gehen kann, dass eben Unternehmen nicht belastet werden, damit nicht Arbeitsplätze gefährdet werden. Wenn es so ein Modell gibt, ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Ich habe nur eine Vermutung, es hat einen Grund, warum es noch keiner vorgelegt hat, weil es nicht funktioniert. Es gibt ja quasi auch Barvermögen in Deutschland, das geht in die Billionen und keine Ahnung, Frau Quandt hat wahrscheinlich auch ein paar Milliarden auf dem Konto rumliegen, da wäre es doch fair, wenn sie da ein bisschen Steuern drauf zahlen müsste, oder nicht? Aber hat sie doch schon. Also sie hat doch, auf ihre Einkünfte hat sie doch Steuern gezahlt. Ja. Und das ist das, was übrig geblieben ist. Und das willst du jetzt nochmal besteuern? Sie hat darauf Steuern bezahlt. Und wenn, ja. Okay. Ist es immer noch zu wenig? Aber dann müssen wir über was anderes reden. Dann, da kann man ja drüber reden. Da musst du drüber reden, ist der Steuersatz, den sie einmal gezahlt hat, ist der okay? Darüber kann man ja sprechen. Ich finde nicht, dass er zu hoch ist. Aber jetzt zu sagen, ich nehme das Geld, was ja schon versteuert ist, und versteuere es jetzt nochmal, halte ich für total falsch. Gut, ich meine, wenn ich finde sogar, wir müssen runter mit den Steuern. Ich finde, der Soli muss weg. Und da geht es mir nicht um die super Richies, wir reden über die super Reichen. Da geht es um... Die zahlen ja auch zukünftig noch mehr den Soli. Ja, halte ich für falsch, aber nicht... Weil ich jetzt diese Superreichen im Blick habe, das sind ein paar Menschen, das ist aber nicht das ist nicht der Punkt. Mir geht es da um die ganz, ganz vielen Menschen, die mittlere Einkommen haben. Unsere Menschen, die unser Laden hier am Laufen halten und die zahlen den Soli. Und alle politischen Parteien haben damals hoch und heilig versprochen, als der Soli eingeführt wurde, der kommt weg, wenn wir die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu regeln, Ende diesen Jahres, also zu Anfang 2020. Alle haben es versprochen. Jetzt
fast alle, bis auf uns, finden jetzt irgendwelche Entschuldigungen, was man, warum man das nicht tun sollte. Ich finde, das ist ein ganz klarer Vertrauensbruch. Da verliert Politik auch Glaubwürdigkeit. Das kann man nicht machen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt lassen wir den Soli mal länger laufen. Wenn ich mehr Geld von den Menschen haben will, wenn ich das wirklich will, dann muss ich einen Gesetzgebungsprozess starten und sagen, dann erhöhe ich die Steuern. Aber ich kann nicht einen Soli, der nicht mehr verfassungsgemäß ist, von dem alle gesagt haben, er kommt weg, dann auf einmal doch länger laufen lassen. Dann muss ich durch diesen Prozess gehen und sagen, Große Koalition, wenn Sie ihn länger haben wollen, laufen, dann erhöhen wir die Steuer für Gruppe XY um so und so. Dann muss ich das tun. Was wollt ihr denn tun dagegen, dass nicht 46 Menschen in Deutschland so viel Geld haben wie die untersten 42 Millionen? Ich will da gar nichts gegen tun. Warum sollte ich da was tun? Warum? Das ist ungerecht. Das ist eine massive Ungerecht. Diese, eine krasse Ungleichheit. Es ist ungleich, aber ungleich heißt nicht gleich ungerecht. Du siehst es auch anders aus als ich. Ist auch nicht ungerecht. Ungleich heißt ja auch nicht gleich gerecht. Ja, das ist nicht mein Thema. Mir geht es nicht darum, ich halte das auch für, das ist nicht das Problem, was wir in Deutschland haben, wie ich es jetzt schaffe, 46 mega reichen Menschen etwas wegzunehmen. Davon ändert sich das Leben der anderen auch nicht. Ich möchte, dass sich das der Leben der Menschen ändert. Ich möchte, dass Menschen im Transferbezug es leichter haben, wieder rauszukommen. Ich möchte, dass Menschen in der Mitte der Gesellschaft es leichter haben, eine Familie zu ernähren, für ihre Altersvorsorge sich etwas zurückzulegen, sich ein Eigenheim, eine Wohnung, ein Haus zu kaufen. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, worum es mir geht. Ich will eine gesunde Wirtschaftsstruktur, ich will den Unternehmern keine Steine in den Weg legen, ich will, dass es Gründer bei uns zukünftig leichter haben, ich will, dass unsere Infrastruktur instand gesetzt wird, dass wir vernünftige Straßen, Brücken, Schienen haben, dass wir vernünftige Internetleitungen haben, auch auf dem Land. Das ist mein Fokus. Kann man nicht für eine Erbschaftssteuer gewinnen? Wir haben doch eine Erbschaftssteuer. Ist doch gut so. Ja, da kommt ja nicht genug zusammen. Für wen kommt nicht genug zusammen? Wir haben einen Staat, der seit Jahren höhere Steuereinnahmen hat als in den Jahren davor. Das wird jetzt etwas weniger, aber es wird immer noch mehr. So, also man kann nicht sagen, dass der Staat nicht gut genug finanziert sei. Er gibt das Geld fürs Falsche aus. Ja. Jetzt zum Beispiel wieder reden wir über eine Grundrente, wo ohne die Prüfung einer Bedürftigkeit, zumindest die SPD, Grundrenten aufgestockt werden. Halte ich für total falsch. Wir müssen da investieren, ganz gezielt gegen Altersarmut, wo sie da ist, aber nicht da, wo sie nicht da ist. Und dafür brauche ich eine Bedürftigkeitsprüfung. Ihr seid doch für Chancengleichheit. Jeder soll quasi mit den gleichen Chancen ins Leben starten. Und wenn jetzt, keine Ahnung, der Sohn von Frau Quandt, ne, die muss keine Erbschaftssteuer zahlen, der ist quasi, der wird geboren und ist schon quasi Milliardär. Das ist ja nicht Chancengleichheit mit dem Kind, das aus einer Migrationsfamilie kommt. Also eigentlich wäre es doch fair, wenn man da rangeht und quasi durch die Erbschaftssteuer den Superreichen das wegnimmt, damit quasi die Unteren mehr haben. Nee, glaube ich nicht. Dadurch wäre immer noch kein Mehr an Chancengerechtigkeit da. Chancengerechtigkeit schaffe ich, indem wir ein Schulsystem haben, ein System der frühkindlichen Bildung, was... Das Geld muss irgendwo herkommen. Das Geld ist ja da. Es liegt nicht am Geld. Guck dir den Bundeshaushalt an. Wir haben kein Problem mit dem Geld. Wir haben Geld für ein Baukindergeld, für eine Mütterrente, für eine Rente mit 63. Da werden Milliarden reingepumpt. Wenn dafür Geld da ist, kann mir kein Mensch erzählen, dass nicht Geld da ist für ein vernünftiges Schulsystem. Es fehlt an der Bereitschaft und an dem Willen, etwas zu tun. Wenn ich mir alleine jetzt das Thema frühkindliche Bildung angucke und das gute Kita-Gesetz, was Frau Ministerin Giffey auf den Weg gebracht hat, da sind 5,5 Milliarden für die nächsten Jahre drin. Ungefähr die Hälfte wird investiert dafür, dass die Länder refinanzieren, dass sie Beiträge erlassen. So, das hat mit Chancengerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Wenn ich Mittelklasse, Familien, jeder freut sich sicherlich darüber, wenn er keine Kita-Gebühren mehr bezahlen muss. Aber was hat es mit Chancengerechtigkeit zu tun, wenn ich auf der einen Seite Familien, die sich durchaus eine Kita leisten können, denen die Gebühren erlasse, gleichzeitig dann aber viel zu wenig dafür tue, dass wir mehr Qualität in die Kitas bekommen, also mehr Erzieherinnen und Erzieher, einen besseren Personalschlüssel, die besser ausbilde. Das ist nämlich genau das, wovon gerade die Kinder, von denen du gerade gesprochen hast, aus der Migrationsfamilie profitieren. Die haben oft nicht die Chance, zu Hause Deutsch zu lernen. Die
haben Schwierigkeiten. So, die brauchen eine bestmögliche Betreuung in den Kitas. Das heißt, gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, genügend Erzieher. So, da muss ich das Geld reintun und nicht da rein, dass ich der Mittelklassefamilie die Kita-Gebühren erlasse. Das führt nochmal dazu, dass unsere Gesellschaft noch weiter sich auseinanderspaltet. Ich halte das für total falsch. Aber die Betreuung der Migrationskinder sollte ja dieselbe sein wie für den Enkel von Frau Quandt. Also im Grunde sollte doch der Enkel von Frau Quandt an dieselbe Kita gehen wie das Migrationskind. Aber das passiert ja auch nicht, weil dann die Kinder der Reichen in andere Schulen kommen, in andere Kindertagesstätten und so weiter. Nein, das ist auch Quatsch. Ich finde nicht, dass beide unbedingt dieselbe Betreuung bekommen sollten. Wenn das Enkelkind von Frau Quandt perfekt Deutsch spricht, dann braucht es nicht die gleiche Förderung wie das Kind, was noch kein Deutsch spricht. Dann braucht das Kind, was kein Deutsch spricht, mehr Förderung. Es wäre doch gut für das Kind von Frau Quandt, wenn es sich mit Kindern aus vielleicht ärmeren Verhältnissen auch mal beschäftigt, befreundet wird. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Die Lebensrealität, das... Woher weißt du, mit welchen Kindern die Enkel von Frau Quandt oder sonst jemand in die Schule gehen? Ich glaube, da weißt du viel zu wenig drüber. Du hast doch vorhin selber gesagt, in Blankenese gehen andere Kinder zur Schule als in Stadtteilen, wo 90% Migrationshintergrund haben. Wir haben Stadtteile, die, klar, das gibt es. So, was willst du dagegen tun? Das ist einfach so. Aber trotzdem muss ich doch zusehen, dass die Chancen für die Kinder gleich sind. Darum geht es mir. Das ist doch das, was ich erreichen will. Ich werde das Problem niemals angehen. Das ist einfach so. Es gibt Stadtteile, da leben Menschen mit mehr Geld als in anderen Stadtteilen. Das ist aber auch nicht mein Ding, was ich lösen will. Ich will trotzdem, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Und dafür, habe ich ja gesagt, was ich tun will. Dafür geht es mir nicht, den einen was wegzunehmen, den anderen zu geben. Das löst das Problem nicht. Das Problem wird gelöst, wenn ich vernünftig ausgebildete und genügend Erzieher in den Kitas habe. Das ist der Schlüssel, den ich nutzen muss. Da sind wir uns einig, dass alle Kinder die besten Chancen haben sollen. Aber die Eltern dieser Kinder haben ja quasi, also wenn, je reicher man ist, desto bessere Möglichkeiten hat man, dass die Kinder in die besseren Schulen kommen, in die bessere Kita, weil man länger fahren kann oder sich es leisten kann, in einen anderen Stadtteil zu gehen. Merken wir hier in Berlin ja auch. Ich habe auch viele Freunde, die Kinder in die Schule bringen. Und da soll das Kind natürlich immer an die beste Schule und nicht dahin, wo, keine Ahnung, viel Migrationshintergrund ist, weil das ja möglicherweise die Entwicklung beeinträchtigt, weil die Migrationskinder vielleicht ein bisschen mehr Deutsch brauchen und dann das andere Kind weniger gefördert wird und so weiter. Also es ist nicht das Problem, dass die Eltern natürlich wollen, dass Kinder die besten Chancen haben, aber man geht immer vom eigenen Kind aus. Ich möchte, dass alle Schulen so gut sind, dass an jeder Schule die Kinder Chancen haben. Genau. Und dafür tun wir im Moment noch nicht das Richtige. Und deswegen ja mehr tun für die frühkindliche Bildung, alles, was im Gute-Kita-Gesetz ist, in die Qualität stecken und nicht in Beitragsfreiheit. Deswegen noch mehr tun für die digitale Bildung an den Schulen. Deswegen mehr tun für bundesweit einheitliche Standards, für noch mehr Freiheit der Schulen vor Ort. Das sind ja alles Bausteine, die genau in diese Richtung zielen. Deswegen will ich das ja alles tun. So, jetzt sind wir endlich daran angekommen. Du bist 2006 erst mit 30 in die FDP eingetreten. Warum in die FDP überhaupt? Hast du dich hier mit den Grünen beschäftigt? Warum bist du nicht zur Linkspartei gegangen, CDU? Ich habe mich mit allen Parteien beschäftigt, aber die FDP ist eben, wie gesagt, die Partei, die mein Weltbild, mein Menschenbild vertritt. Die also eine Politik macht, die genau dazu passt. Den Menschen Hürden aus dem Weg räumen, den Menschen stark machen, den Einzelnen stark machen, den Menschen Freiräume schaffen, sodass der Einzelne glücklich wird, seine Ziele verfolgen kann und dadurch auch die Gesellschaft stark wird. Das ist das Menschenbild der FDP. Hast du trotzdem vielleicht mal bei den anderen Parteien vorbeigeguckt? Ich bin auf keiner Veranstaltung gewesen, nein. Weil für mich war total klar, dass es die Liberalen sind. Ich muss ja nicht zu einer Veranstaltung gehen. Ich hatte ja eine Ahnung davon, was die tun, was die in den Programmen machen. Wie schnell bist du denn in der FDP hochgekommen? Weil du warst ja recht schnell noch Spitzenkandidatin in Hamburg und so weiter. Wie kann das sein, dass du 2006 reingehst und dann nach ein paar Jahren schon Spitzenkandidatin bist? War die FDP so unterbesetzt? Das war in Hamburg Ende 2010 eine plötzliche Neuwahl, die das verursacht hat. Ole von Beust ist im Sommer 2010 zurückgetreten. Dann kam sein Nachfolger Christoph Ahlhaus. Und der konnte die Koalition mit den Grünen nicht so richtig zusammenhalten. Wir hatten damals in Hamburg die erste schwarz-grüne Koalition.
Und die ist dann geplatzt, die Grünen sind rausgegangen, sehr plötzlich, Anfang Dezember 2010, und dann wurden Neuwahlen ausgerufen, die dann am 20. Februar, glaube ich, stattgefunden haben. Und in dieser Zeit, ich war noch nicht mehr in Deutschland, ich war gerade im Urlaub, hat sich mein Landesverband überlegt, dass ich doch mal Spitzenkandidatin werden soll. Und das habe ich dann auch gemacht. Wie sind sie auf dich gekommen? Ja, wahrscheinlich fanden sie, dass ich das ganz ordentlich machen würde. Was ich dann ja auch gemacht habe. Wir waren Mitte 30? Naja, man ist ja nicht zu jung, wenn man Mitte 30 ist. Also ich war ja nicht 15. So, also von daher, wir waren zwei Legislaturperioden nicht mehr in der hamburgischen Bürgerschaft, waren also außerparlamentarisch, ist ja keine ganz einfache Situation, haben dann einen kurzen, knackigen Wahlkampf gemacht und dann waren wir wieder drin, ab Februar 2011. Und dann warst du seitdem Abgeordnete im Hamburger Senat? Bei uns ist die Hamburger Bürgerschaft, ist das Parlament, der Senat ist die Regierung. Okay. So läuft das bei uns. Warst du ein Abgeordneter? Ich war Abgeordnete, genau. Fraktionsvorsitzende meiner neunköpfigen Bürgerschaftsfraktion. War das ein Vollzeitparlament? Es ist ein Teilzeitparlament, aber der Fraktionsvorsitz ist tatsächlich ein Vollzeitjob. Also ein doppelter Vollzeitjob. So 80 Stunden, das war so das Normale in der Woche. Und dann warst du da bis 2017? Genau, bis 2017, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann in den Bundestag gewechselt bin. Warum wolltest du in den Bundestag? Ich hatte mich ja schon einige Zeit, seit 2013, auch im Präsidium der Bundespartei engagiert, gehörte mit zu dem Team um Christian Lindner und anderen, die die Partei nach 2013, also nach dem Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag, wieder neu aufgestellt haben, habe mich da mehr und mehr auch reingearbeitet. Und da war es irgendwo folgerichtig, dass ich dann auch zu dem Team gehöre, was mitgeht. Und hast du dir jetzt deine Arbeit im Bundestag so vorgestellt, wie es jetzt, ich meine, bist du 2 Jahre, glaube ich, hier? Ja, gut 2 Jahre. 2 Jahre. Ist es so gekommen, wie es dir vorgestellt hast? Ja, es ist auch nicht, klar, es ist anders als die hamburgische Bürgerschaft, es ist alles viel, viel größer, die Teams sind größer, es ist alles noch mal schneller. Allerdings, damals war der Sprung von außerhalb in ein Parlament, also in die hamburgische Bürgerschaft, der war viel, viel größer als jetzt der vom Hamburger Parlament in den Bundestag. Also auch wenn es etwas anders ist und alles noch etwas zugespitzter ist, sind die Abläufe doch irgendwo, sind es die gleichen. So, und deswegen, da war ich ja schon einiges durch 7 Jahre Parlamentsarbeit in Hamburg gewöhnt und kannte das. Und deswegen war es jetzt kein ganz so großer Sprung mehr. Sitzt du denn auch im Bildungsausschuss bestimmt, oder? Ich bin als stellvertretende Fraktionsvorsitzende jeweils stellvertretendes Mitglied in all meinen Ausschüssen. Ja. Mhm. Wow. Und also im Bildungsausschuss, im Kulturausschuss und im Familienausschuss und bin dann immer zu den Themen, wo ich auch Berichterstatterin bin und wo ich gerade eigene Anträge habe, bin ich dann vor Ort. Was war dein letzter Antrag? In welchem Ausschuss? Wir haben einen Antrag, der letzte Antrag, der schon drin war, es war der zur digitalen Bildung tatsächlich. Da geht es nochmal um einen Digitalpakt 2.0, den wir uns wünschen. Also der darauf setzt, dass wir nicht nur Technik an die Schulen bringen, sondern auch die Lehrer entsprechend ausbilden, dass wir entsprechend digitale Schulbücher haben, dass wir das Thema Datenschutz geklärt haben. Das ist das, was wir drin hatten. Und als nächstes, der wird nächste Woche in den Deutschen Bundestag gehen, sofern meine Fraktion zustimmt, das hoffe ich mal, da wird es um das Thema geflüchtete Lehrer gehen. Also wie schaffen wir es, dass die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind, die in ihren Heimatländern schon als Lehrer gearbeitet haben, dass wir sie fit machen, um hier in Deutschland an die Schulen zu gehen. Da geht es natürlich um Sprachkenntnisse, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, aber es geht auch darum, das nachzuholen, was möglicherweise in der Ausbildung im Heimatland noch nicht da war, was aber hier gefordert wird. Und da gibt es ein paar wenige Programme an deutschen Universitäten, aber noch viel zu wenige, um den großen Bedarf, die große Nachfrage danach zu decken. Wir haben auf der einen Seite viele, die gerne in den Lehrerberuf möchten aus anderen Ländern und wir haben vor allen Dingen auf der anderen Seite auch einen Lehrermangel, auf den wir zusteuern und der ja, nachdem die KMK sich verrechnet hat, auch nochmal größer ist. Und das ist so eine Stellschraube, an der man drehen kann. Jetzt bist du ja Opposition, du stimmst wahrscheinlich den wenigsten Gesetzen oder Vorhaben der Regierungskoalition zu, aber gab es Sachen, wo du zugestimmt hast die letzten 2 Jahre? Ja, da gibt es einiges. Also das hinter den Kulissen, also wir haben ja so viele Tagesordnungspunkte im Deutschen Bundestag, nur die allerwenigsten
erblicken überhaupt so das Licht der Öffentlichkeit, über die wird überhaupt gesprochen. Und da gibt es ganz viele Dinge, wo man einfach sagt, das ist sinnvoll, da stimmt man auch zu. Ich habe auch viele Militäreinsätze in der Vergangenheit, denen ich zugestimmt habe, nicht allen, aber doch einigen. Und, wo stimmst du zu? Die Afrikanischen haben mir zum Beispiel zugestimmt, jetzt in letzter Zeit habe ich auch mitgestimmt. Ich habe nicht mitgestimmt bei der Verlängerung des Einsatzes der IS. Afghanistan ist schon wieder länger her. Das kommt ja auch mal einmal im Jahr, Mandatsverlängerung. Stimmst du dazu? Nee, nicht immer. Das ist immer unterschiedlich. Man muss sich immer angucken, was in welcher Situation sind wir, was will das Mandat, was ist in den nächsten Jahren geplant. Also seit, wir sind jetzt in 18 Jahren da, ne? Da stimmt man ja nicht immer gleich, sondern das guckt man sich ja jeweils an, was ist da gerade gefordert. Es geht auch nicht immer um ein Jahr, manchmal geht es auch nur um 3 Monate. Also das muss man sich wirklich, das ist so sensibel, das muss man sich im Einzelfall angucken. Welchem Gesetz würdest du nie zustimmen? Hast du irgendwelche roten Linien, wo du sagst, da würde ich nie mitmachen? Ja, da gibt es ganz viel. Also alles, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht sinnvoll, dem stimme ich nicht zu. Also das. Ja, das ist ja die Kunst von Politik. Das habe ich ja, ich meine, ich habe viel mit CDUlern, SPDlern, Grünen geredet, auch vielen FDPlern. Wenn man in der Koalition ist, muss man manchmal auch in den sauren Apfel beißen und irgendwelchen Sachen zustimmen, die man jetzt nicht toll findet, aber das gehört halt zur Koalition dazu. Ja, das gibt es, aber selbst da hat man ja auch die Möglichkeit, und das passiert ja auch, dass dann auch Koalitionsabgeordnete ihren eigenen Vorhaben nicht zustimmen. Also die Freiheit muss man sich auch als Abgeordneter. Da gibt es sicherlich Vorhaben, Gesetze, wo man nicht so eine starke Meinung hat, dass man sagt, da gehe ich mit dem, was meine Fraktion tut, aber es gibt auch Vorhaben. Beispielsweise, wenn meine Fraktion, was sie nicht hat, aber gesagt hätte, wir lassen 219a so wie es ist oder machen diesen faulen Kompromiss, den CDU und SPD jetzt ausgeheckt hätten, da hätte ich nicht mitgestimmt. Aber wie gesagt, meine Fraktion hat das auch anders entschieden. Da habe ich mich ja auch selber für eingesetzt, dass die Willensbildung in der Fraktion so erfolgt ist, wie sie erfolgt ist. Das wäre so etwas, wo ich persönlich sagen würde, dafür könnte ich niemals die Hand heben. Ja. Das wollte ich auch ansprechen. Und das andere war, es gab irgendwie vor 1 oder 2 Monaten so ein, entweder die Grünen oder die Linken haben es eingebracht mit dem Klimanotstand. Und da haben einige aus der FDP-Fraktion auch mitgestimmt. Am Ende hat es halt nicht, ging es nicht durch im Bundestag, aber da fand ich interessant, dass FDP da mitgestimmt haben. Also ein Teil. Hast du da auch mitgestimmt? Hast du für diesen Ausrufung des Klimanotstands? Da habe ich nicht mitgestimmt. Also ich halte das, am Ende bringt uns das nicht weiter. Es bringt uns weiter, wenn wir ein vernünftiges System des Zertifikatehandels auf den Weg bringen. Also ich will ja nicht, ich will, dass etwas passiert. Ich will nicht Symbolpolitik machen. Ich möchte, dass real etwas passiert. Wir brauchen ein System, wie wir zielsicher CO2 einsparen und zu sehen, dass wir unser Klima schützen. Das ist das, was wir brauchen. Und das schaffe ich weder mit dem Klimapaket, was jetzt CDU und SPD gerade auf den Weg gebracht haben und noch bringen, noch mit der Ausrufung des Klimanotstandes. Ich setze mich dafür einen Zertifikatehandel ein. Ich will, dass wir wirksam ein sicheres System entwickeln, wie das gelingen kann. Kommen wir mal zum Klimaschutz. Ihr habt jetzt ja auch ein Tempomacher-Paket gebracht. Und da sagt ihr unter anderem, dass es keine Eingriffe in die unternehmerische Freiheit geben soll. Keine weiteren Eingriffe in die unternehmerische Freiheit. Aber gerade in Sachen Klimaschutz muss man doch genau darüber nachdenken. Weil diese unternehmerische Freiheiten haben ja dazu geführt, dass wir jetzt diese Klimakatastrophe haben. Also die unternehmerische Freiheit hat sicherlich nicht dazu geführt, dass wir jetzt die Klimaprobleme haben. Wenn es dich nichts kostet, die Umwelt zu zerstören oder zu verpesten, dann ist das ja... Und welche Rolle spielen in der Überlegung die Verbraucher? Also ich würde die mal jetzt nicht außen vor lassen. Also ich glaube, wir haben deswegen... Über die reden wir jetzt ja nicht. Ja, ich aber rede über die, weil das ist zentral. Also wir haben doch deswegen das Klimaproblem, weil wir ein Leben führen und durch unseren Lebensstil mehr CO2 ausstoßen als unsere Umwelt verkraften kann. Und ich muss einen Weg finden, wie ich das ändern kann. Darum muss es doch gehen. Aber es gab ja auch irgendwie... Da kann ich jetzt nicht sagen, die unternehmerische Freiheit ist schuld. Ich glaube, da müssen wir alle gucken, ob wir nicht zu viel fliegen, zu viel Fleisch essen, ob genügend Technologie investiert wurde. Darum muss es doch gehen. So, und da hat der Verbraucher eine Verantwortung, da hat Politik eine Verantwortung, da hat Wissenschaft eine Verantwortung, da haben auch Unternehmen natürlich eine Verantwortung. Das sind aber alle zusammen. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, die unternehmerische Freiheit ist schuld. Das ist völliger Unsinn aus meiner Sicht. Aber die ist mitverantwortlich, oder? Also wenn Unternehmen Jahrzehnte machen. Es ist viel zu ungenau zu sagen, unternehmerische Freiheit ist dafür
verantwortlich. Natürlich brauchen wir unternehmerische Freiheit. Warum sollte ich denn Unternehmen, es muss doch unser Ansatz sein, zu sagen, Unternehmen gebe ich möglichst viel Freiheit zu sagen, wie sie ihr Geschäftsmodell entwickeln wollen, wie sie erfolgreich sein sollen, wie sie für uns alle die Arbeitsplätze dann auch sichern wollen. Das ist doch, ich habe doch gar kein Interesse, den Unternehmen Steine und Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ich will doch, dass sie möglichst frei und gut agieren können. Darüber hinaus, und das ist ja völlig unbestritten, gibt es eine ganz, ganz viele Gesetze, die auch oft sinnvoll sind. So, die gibt es ja. Es ist ja nicht so, als wenn Unternehmen im rechtsfreien Raum tätig sind, ganz und gar nicht. Das sind sie nicht. So, und was das Thema Klimaschutz angeht, da glaube ich, dass das zentrale Instrument, der zentrale Hebel eben der Zertifikatehandel ist. Es funktioniert so, dass möglichst auf europäischer Ebene, möglichst sogar weltweit, es gibt verschiedene Zertifikate, Handelssysteme auf der ganzen Welt, dass man die vernetzt und dass man nur so viele Zertifikate ausschüttet, also wenn ich CO2 ausschütten möchte, also irgendwas produziere, was CO2 ausstößt, dann muss ich dafür ein Zertifikat kaufen. So, es sind nur so viele Zertifikate auf dem Markt, dass die Klimaschutzziele von Paris erreicht werden können. Das ist klar, ne? Also je weniger CO2 ich ausstoßen kann, das verringert sich ja im zeitlichen Verlauf, desto weniger Zertifikate sind auf dem Markt erhältlich. Wenn auch teurer dann, je knapper. Dann teurer. Also Angebot und Nachfrage, je weniger da sind, desto teurer wird es. So, und dadurch, dass ich dann immer mehr Geld für ein Zertifikat kaufen muss, ist für mich als Unternehmen der Anreiz immer größer, in Technologien zu investieren, wie ich CO2 vermeiden kann. Also wie kann ich produzieren, wie kann ich also mein Wirtschaftswachstum entkoppeln von CO2-Ausstoß, indem ich alternative Technologien einsetze, indem ich über CO2-Speicherung, CO2-Wiederverwendung, CO2-Vermeidung natürlich nachdenke, all diese Dinge. Da wird ja schon viel geforscht, da geht ja auch schon einiges. So, und je teurer meine der CO2-Ausstoß für mich ist, desto mehr Anreize habe ich zu investieren. So, das ist ein staatliches Instrument, da greife ich natürlich schon ein in das unternehmerische Handeln. Das finde ich auch richtig. Das muss man da auch tun. Und das tut dieser Zertifikatehandel. Aber andere Wege, wie man CO2 einsparen kann, neben dem CO2-Zertifikatehandel? Das ist ja kein Weg in dem Sinne. Ich schreibe ja dann niemandem vor, wie es gehen soll. Ich weiß es ja auch gar nicht. Das wissen ja die Unternehmen besser. Das wissen ja auch die Ingenieure und die Techniker besser. Ich kann ja gar nicht sagen, was der beste Weg ist, CO2 einzusparen. Ich will nur die Hebel setzen, damit das passiert. Also Politik gibt die Ziele vor mit Paris. Was muss eingespart werden und schafft das Instrument, dass die Unternehmen quasi gezwungen werden, das auch zu tun. Das ist, finde ich, auch Aufgabe von Politik, das muss sie machen. Aber kann die Politik dann nicht auch regulierend eingreifen und sagen, okay, wir ändern jetzt das und das und das und ihr müsst das jetzt hinbekommen? Was meinst du regulierend eingreifen? Das ist ja eine Regulierung. Was meinst du mit Regulierung? Ich meine, ihr seid ja dafür, Innovationen antreiben zu wollen, die Wirtschaft soll sich erneuern und so weiter und so fort. Und das ist ja, da hat die deutsche Geschichte ja gezeigt, die deutsche Wirtschaftsgeschichte, habe ich in der Schule sogar gelernt, nur dadurch, dass in Deutschland Regulierungen als allererstes stattfanden, konnten die deutschen Unternehmen sich so spezialisieren, damit sie den Vorsprung weltweit hatten und die anderen Länder und andere Unternehmen aus anderen Ländern sich den Deutschen anpassen mussten. Das war der Innovationstreiber, Regulierungen in Deutschland. Regulierungen? Ja. Sag mal ein Beispiel. Zukünftiges Beispiel. Wir sagen, ab 2030 keine Verbrennermotoren dürfen mehr auf den Markt. Das heißt, die heutige Autoindustrie weiß, okay, wir haben jetzt 10 Jahre Zeit, einen Weg zu finden, wie wir weiterhin Autos verkaufen, die aber keine Verbrennerautos sind. Das heißt, die haben 10 Jahre Zeit, innovativ zu sein, anstatt wie heute, die Bundesregierung sagt ja heutzutage, nö, das wollen wir denen jetzt nicht vorschreiben. Aber wenn die Industrie weiß, dass sie das in 10 Jahren hinbekommen muss, dann wird sie das auch hinbekommen. Um Gottes Willen. Also es ist irre, so ein Vorschlag. Warum sollte die Politik, warum sollten die 600 Bundestagsabgeordneten, 97 sind inzwischen, der Autoindustrie vorschreiben, die haben alle keine Ahnung, sind alles keine Ingenieure, die haben alle keine Ahnung, warum sollten die der Autoindustrie vorschreiben, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr, dafür aber nur E-Mobilität. Wegen unseren Klimazielen. Nein, völliger Unsinn. So, wenn ich nehme mal das Thema E-Mobilität, zu sagen, dass das die Lösung all unserer Probleme ist, halte ich für echt gesagt ziemlich gaga, das zu behaupten. Das war jetzt, ist ja nicht der Umkehrschluss, aber der Verbrennermotor ist
so oder so ein Auslaufmodell? Das glaube ich nicht, aber lass mich mal ausführen. Also ich glaube, viele meinen damit ja, sie wollen damit ja die Autoindustrie zwingen, mehr in E-Mobilität zu setzen. Das kann... Wasserstoff, Brennstoff, ja, ist doch scheißegal. Genau, kommen wir gleich zu. So, E-Mobilität hat viele Probleme. So, wir wissen heute, haben immer noch keine Lösung dafür, wie entsorgen wir die Batterien, die da anfallen. Wo kommt überhaupt der Strom her, den ich für die E-Autos brauche? Noch sind so wenige, kriege ich das irgendwie hin. Was mache ich denn, wenn das wirklich nennenswert mehr... Müssen sie innovativ sein und sich Wege ausdenken. Noch hat dafür keiner eine Lösung gefunden. Ich habe auch kein Problem, dass jemand diese Lösung findet. Noch ist sie jedenfalls nicht da. Ja. Deswegen einseitig darauf zu setzen, halte ich für gefährlich. Wir wissen alle, dass es extreme Probleme damit gibt, die seltenen Erden, die in die Batterien kommen müssen, die müssen geschürft werden, die müssen produziert werden. Das passiert teilweise unter menschenverachtenden Bedingungen. Kann man regulieren und sagen, das wird verboten, denkt euch andere Wege aus. Ja, passiert ja nicht bei uns in Deutschland. Das ist ziemlich schwierig zu regulieren. Aber müsste man alles tun, passiert bisher aber nicht. Deswegen. Ich komme aus MacPom, da ist der Uni, die haben ein Ersatzprodukt fürs Lithium gefunden mit Sägespänen. Wunderbar, ich habe auch nichts dagegen, dass da weiter geforscht wird. Ich habe ein Problem damit zu sagen, jetzt machen wir alle nur noch E-Mobilität. Und wenn ich jetzt den Verbrennungsmotor verbiete, wo soll denn deine Brennstoffzelle und die alternativen Kraftstoffe? Dazu brauche ich den Verbrennungsmotor. Und ich finde es gaga zu sagen, während andere Länder schon forschen nach alternativen Kraftstoffen, da auch schon weit sind, dass wir unsere Schlüsseltechnologie Verbrennungsmotor, der wir wirklich gut sind und die wir brauchen, wenn wir synthetische Kraftstoffe benutzen wollen, dann brauchen wir den Verbrennungsmotor. Geht nämlich gar nicht anders. Zu sagen, den verbieten wir. Ich halte es für so irre, das zu tun. Zu sagen, diese Technologie, wo wir gut sind, wo wir jetzt schon sehen, dass andere Länder da Dinge entwickeln, wo ich klimaneutral meinen Verbrennungsmotor nutzen kann, den nicht zu nutzen. Also ich weiß nicht, wie man auf eine so bescheuerte Idee kommen kann. Das ist die Briten. Die kapitalistischeren Briten haben das jetzt eingeführt. Ab 2030 darf kein Neuwagen mit einem Verbrennermotor auf die Straße. Ich finde total bescheuert. Okay, anderes Beispiel, Fliegen. Keiner hat was gegen das Fliegen, aber wie geflogen wird, weil ist ja auch ein großer CO2-Sünder. Wärst du dafür, wenn wir sagen, okay, die Flugindustrie, wer auch immer jetzt als dazugehört, die Bauer, die Lufthansa und so weiter, ab 2035 darf es keinen Flug mehr geben, der CO2 emittiert. Das heißt, die haben 15 Jahre Zeit, totale unternehmerische Freiheit, aber 15 Jahre Zeit, da innovativ zu sein, sich neue Wege auszudenken, neue Flugzeuge zu bauen. Ich würde die anders dazu zwingen, auf Innovationen zu gehen. Und zwar, die sind ja im Zertifikatehandel und das kann man noch verstärken. Das ist für mich das Mittel, sie zu zwingen. Und da wird ja auch schon geforscht. Das ist ja auch gut und richtig. Man forscht auch schon im Luftfahrtbereich an synthetischen Kraftstoffen. Und das ist auch der richtige Weg. Aber dafür brauchen wir sie im Zertifikatehandel. Hilft das der Industrie nicht, zu wissen, okay, wir haben jetzt 15 Jahre Zeit, da Lösungen zu finden, um selber zu überleben, weil jedes Unternehmen möchte ja quasi weiter wachsen, weiter überleben und dann haben sie langfristige Planung, um zu wissen, okay, bis dahin hat die Politik uns... Was tut der Zertifikatehandel ja? Wenn ich weiß, die Zertifikate werden irgendwann so teuer, dass ich in andere Technologie investieren muss, um überhaupt noch wirtschaftlich zu überleben. Genau das tut der Zertifikatehandel ja. Genau das tut er. Aber das ist das Prinzip Hoffnung und das hoffen wir, dass das alles so funktioniert. Aber gleichzeitig kann man da sagen, ab 2035 hier klimaneutrales Fliegen. Wir wissen aber nicht, ob 35 der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht dauert es bis 40. Wenn ich aber diesen Zertifikatehandel habe und es immer teurer wird, CO2 beim Fliegen auszustoßen, wird der Anreiz für mich immer größer, in andere Antriebe, die ohne CO2 auskommen oder mit deutlich weniger zu investieren. Und wir alle wissen nicht, ob 35 oder 40 das richtige Datum ist. Und deswegen ist der Zertifikatehandel das viel treffsichere Instrument. Und alles andere nicht. Nein. Jetzt habt ihr ja diese Tempomacher-Sache gebracht und da finde ich auch interessant, ihr wollt Disruptionswegweise einrichten. Was ist ein Disruptionswegweise? Keine Ahnung. Ja, ihr wollt Disruption fördern. Ne? Also in der Wirtschaft, wirtschaftliche Disruption. Mach mal den ganzen Textbaustein, weil ich habe es nicht... Das waren nur Stichpunkte, die ihr da rausgebracht habt. FDP.de Tempomacher. Nein. Da war der erste Punkt, Disruptionswegweise. Wegweise einrichten. Ich muss jetzt schon wissen, worauf sich dieses Stichwort bezieht. Also das war ja ein ganzes Papier. Da standen ja nicht nur 10 Stichworte, da stand ja schon ein bisschen mehr. Die Digitalisierung in der Wirtschaft fördern. Ja. Doppelpunkt Disruptionswegweise einrichten. Ehrlich gesagt, ich muss da mehr zu wissen. Ich weiß nicht,
Tut mir leid, kann ich dir nichts zu sagen. Gib mir den Text, dann sag ich's dir. Der Punkt ist ein bisschen, ich find's auch geil, ihr wollt Disruption. Disruption heißt ja was? Kreative Zerstörung von funktionierenden Systemen. Richtig? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was Disruption heißt? Wenn du so definierst, gib mir doch einfach den Text, dann können wir doch drüber reden. Hilf doch einfach. Ich könnte es jetzt nachgucken, aber ich dachte, du bist ja Präsidiumsmitglied, dass ihr das irgendwie wisst. Das ist ja eine Fraktionsgeschichte, wenn man es genau nennt. Ach, das war eine Fraktion? Ich hab nicht alle Anträge, wir machen davon Hunderte im Jahr. Ich kann die nicht alle auswendig wissen. Ich muss diesen Text haben, dann kann ich dir sagen, was wir damit meinen. Ich guck mal nach. Erinnerst du dich aber, dass du in deiner neuen Forderung eine Schuldenbremse 2.0 fordert? Ja, das macht auch Sinn. Dass wir also nicht nur eine Schuldenbremse haben, wie sie jetzt bereits in der Verfassung verankert ist, also sehr geringe Möglichkeiten des Staates Schuld zu machen, um seine Ausgaben zu finanzieren. Und die Schuldenbremse 2.0 bedeutet, dass wir auch für die Sozialsysteme, für die Rentenversicherung eine Schuldenbremse einführen. Also denen auch nicht die Möglichkeit geben, sich weiter zu verschulden, weil auch da fallen natürlich Schulden an, die irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden müssen, und zwar von den jüngeren Generationen. Wenn sie nicht irgendwie gestrichen werden. Das ist auch die historische Realität, dass immer wieder einfach... Das Prinzip, ich glaube, man sollte sich nicht auf das Prinzip verlassen, dass irgendjemand anders mir die Schulden dann abnimmt und sie gestrichen werden. Das halte ich für falsch. Das Interessante ist ja quasi, die führenden Ökonomen selbst in Deutschland rücken jetzt mehr und mehr von dem Konzept der Schuldenbremse ab. Und ihr geht den anderen Weg und sagt, nee, jetzt erst recht. Ich kann das ja aus ökonomischer Sicht verstehen. Als Privatmensch oder als Unternehmer macht es ja durchaus in bestimmten Zeiten Sinn, sich zu verschulden, gerade jetzt auch, wenn die Zinsen niedrig ist. Und wenn man aber dieses Konzept eins zu eins auf den Staat umlegt, dann vergisst man, dass die staatlichen Schulden in der Geschichte, wenn man mal zurückguckt, auf viele Jahrzehnte eben nicht zurückgezahlt wurden. Also jeder Privatmensch und jeder Unternehmer hat ja einen Plan und zahlt Schulden zurück, tilgt, zahlt seine Zinsen. Und der Staat macht das eben nicht. Der kommt eben nicht von seiner Verschuldung runter. Ist halt auch kein Privatmensch und kein Unternehmer. Genau, aber weil das so ist, werden die Schuldenmengen immer größer, immer höher. Im Moment ist das kein so ganz großes Problem für den Haushalt, weil wir so niedrige Zinsen haben. Also das, was der Staat für den Zinsendienst ausgibt, für die Schulden, die er hat, ist im Moment sehr, sehr niedrig. Wir können uns aber nicht darauf verlassen, weil es keine Garantie gibt, dass die Zinsen so niedrig bleiben. Die können ja in 10 Jahren auch wieder viel, viel höher sein. Und wenn die nur um 1-2% steigen, dann wird bei gleicher Verschuldung im Haushalt der Betrag, den ich nur für Zinsen jedes Jahr ausgebe, der wird explodieren. Und dann fehlt das Geld für Zukunftsausgaben. Und das ist das, was wieder die jüngere Generation belastet. Und damit habe ich ein riesengroßes Problem. Und weil der Staat bisher nicht die Disziplin hatte, die Schulden, die er aufgenommen hat, wieder zurückzuzahlen, möchte ich nicht, dass er weitere Schulden aufnimmt. Und deswegen bin ich so strikt dagegen, die Schuldenregelung aufzuweichen. Aber gibt es nicht gute Gründe, Schulden zu machen? Andere, man könnte ja auch andere Worte nennen, Investitionen tätigen. Ich meine, ihr sagt ja selber, ihr wollt Schulden nicht mehr den zukünftigen Generationen hinterlassen. Das bedeutet ja auch, dann wollt ihr ja unseren anderen Generationen, unseren Kindern und Kindeskindern keine funktionierende Infrastruktur hinterlassen. Nee, das heißt es eben nicht. Also es ist ja genug Geld da im Haushalt. Wenn man es eben nicht ausgeben würde für ein Baukindergeld, was nicht dazu führt, dass in den Ballungszentren mehr gebaut wird. Wenn man es nicht ausgibt für eine Mütterrente, die eben nicht zielgerichtet Altersarmut bekämpft. Wenn man es nicht ausgibt für eine Rente mit 63, die dazu führt, dass den Unternehmen die dringend benötigten Fachkräfte auch noch weglaufen. Da werden Milliarden für ausgegeben. Wenn ich das alles nicht mache, dann ist genug Geld im Haushalt da, um in Infrastruktur, in Bildung zu investieren. Und das müsste passieren. Und bevor das nicht tut, darf ich nicht anfangen und zu sagen, jetzt weiche ich die Schuldenregeln auf, mach das dann so wie immer, zahle dann doch nicht zurück und dann lasse den Scherbenhaufen dann unseren jungen Generationen. Das halte ich für komplett falsch. Da müssen wir die Prioritäten im Haushalt richtig setzen. Aber ist es nicht besser, am Ende, keine Ahnung, in 50 Jahren lieber einen hohen Schuldenberg unseren Kindern zu hinterlassen als einen zerstörten Planeten, weil wir halt Geld wegen der Schuldenbremse immer wieder eingespart haben und das nicht eingesetzt haben, um zum Beispiel den Klimawandel aufzuhalten. Aber das ist ja nicht die Alternative. Das ist ja nicht die Alternative, vor der wir stehen. Das ist ja Unsinn zu sagen, wir können nichts für die Zukunft tun, wir können nicht für Klimaschutz, für Bildung und die... Wir schränken uns ja selbst ein mit dieser Schuldenbremse. Nein, tun...
Müssten wir aber nicht. Wenn wir die Prioritäten im Haushalt richtig setzen, müssten wir es überhaupt nicht einschränken. Guck dir doch mal die Haushaltsentwicklung an. Das werden jedes Jahr mehr. Wir haben Inflation. Nein, nicht Überinflation. Wir haben jedes Jahr, wir haben Zuwächse im staatlichen Haushalt. So, und deswegen kann mir keiner erzählen, dass nicht genug Geld da ist, um in diese Zukunftsausgaben zu investieren. Ich muss den ganzen anderen Quatsch weglassen. Ich muss diesen ganzen, ich habe es eben gesagt, Baukindergeld, Mütterrente, Rente mit 63, kostet Milliarden, wirklich Milliarden, bringt aber nichts. Außer, dass es der Kitt ist, der die große Koalition jetzt noch zusammenhält, weil der eine kriegt mal das Projekt, der andere kriegt mal das Projekt, kostet Milliarden, unser Geld, unser aller Steuergeld, bringt nichts, macht die Welt nicht besser, bekämpft keine Altersarmut, sorgt nicht dafür, dass es wohngünstiger wird. Nichts von all dem. Trotzdem wird Milliarden dafür ausgegeben. Das muss weg. Und dann haben wir auch genug Geld, um es in die Zukunftsausgaben zu stecken. Und dann muss ich gar nicht erst anfangen, über eine Aufweichung der Schuldenbremse nachzudenken und über diese extremen Gefahren für unsere nachfolgende Generation. Ich habe eine radikale Idee. Privatvermögen ist ja bei ca. 6 bis 7 Billionen Euro in Deutschland. Wir haben eine Staatsschulden von 1,9 Billionen. Wie wäre es, wenn wir quasi das Geld einziehen? Wir haben keine Staatsschulden mehr. Du willst Menschen enteignen? Nein, ich will nicht enteignen, aber die müssen halt. Du hast gerade vorgeschlagen, Menschen zu enteignen. Bin ich total dagegen. Nicht mit mir. Auch wenn wir keine Staatsschulden mehr hätten. Nein, das müssen wir anders machen. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, wo man Menschen nicht enteignet. Bin ich total dagegen, da denke ich nicht mehr drüber nach. Ich habe den Satz gefunden, guck mal hier. Das ist ja dieses Tempo für Deutschland von deiner Fraktion. Und der erste Punkt, dazu brauchen wir mehr Tempo. Tempo in der digitalen Wirtschaft, Disruptionswegweise einrichten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Frage ich unsere Kollegen, was sie damit meinen. Danke. Und letzter Punkt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich dachte mir so, BGE, frage ich dich mal. Das ist ein beliebtes Thema bei unseren Zuschauern und im Publikum. Bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Kann man dich dafür gewinnen? In irgendeiner Art und Weise? Nee, ich halte das bedingungslose Grundeinkommen für falsch. Ich halte, das ist auch wieder mit meinem Menschenbild nicht vereinbar. Ich möchte den Menschen nicht etwas geben, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung bekommen. Ich möchte ein Wirtschaftssystem, ein Arbeitsmarkt, wo die Menschen Jobs haben. Sie werden auch Jobs haben. Dafür müssen wir dann in das Thema Bildung und lebenslanges Lernen in Zukunft viel mehr investieren. Dann werden die Jobs auch weiterhin da sein für die Menschen. Dann werden wir das bedingungslose Grundeinkommen gar nicht brauchen. Aber es wird nicht weniger? Nein, glaube ich nicht. Ist bisher ja auch nie passiert. Ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft passieren wird. Wir hatten ja schon viele disruptive Veränderungen, wo man befürchtet hat, dass die Arbeit ausgeht. Elektrifizierung, Computerisierung. Ich glaube, dass neue Jobs entstehen werden, aber die werden nur dann von den Menschen auch ausgeführt werden können, wenn wir gerade auch das Thema lebenslanges Lernen viel stärker machen. Die Menschen werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie nicht einen Beruf einmal erlernen und können ihn dann bis zur Rente machen. Sie werden im Laufe ihres Lebens nochmal komplett etwas Neues lernen müssen. Und deswegen brauchen wir auch ein Bildungssystem, lebenslanges Lernen, was wir ganz anders aufsetzen müssen, ganz anders leichter machen müssen, besser finanzierbar machen müssen, haben wir uns viele Gedanken zu gemacht. Das ist das eine. Und bei dem anderen glaube ich, dass wir insgesamt, also ich bin eine Anhängerin eines liberalen Bürgergeldes, wo wir Sozialleistungen zusammenfassen, pauschalisieren, es viel, viel leichter machen, sodass eben die Sozialleistungen da ankommen, wo sie wirklich hin müssen. Dass nicht derjenige, der sich besonders gut auskennt im Dschungel, am Ende die meisten Sozialleistungen bekommt, sondern dass man wirklich das Geld da investiert, wo es hin muss. Und dafür brauchen wir ein viel einfaches, pauschalisierteres System. Und dafür setze ich mich ein. Das Grundeinkommen spielt ja immer auch quasi beim Thema Zukunft der Arbeit eine Rolle, weil es wird angenommen durch die Digitalisierung, Automatisierung, dass weniger Arbeitsplätze nötig sind in dem heutigen System. Also kann man dich denn dafür gewinnen, quasi aus einem 40 Stunden pro Woche Arbeitsplatz zwei 20-stündige Arbeitsplätze zu machen bei gleichem Lohn? Ja, bei gleichem Lohn ist ein Problem. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich Arbeitsplätze teilt. Aus welchem Lohn? Bei gleichem Lohn natürlich. Ja. Nee, wieso? Die Leute, die müssen ja trotzdem weiter Geld haben. Wie gesagt, ich gehe ja nicht davon aus, anders als deine Theorie jetzt gerade, ich gehe nicht davon aus, dass uns die Arbeit ausgeht. Ich glaube, dass ganz viele neue Jobs entstehen werden, Jobs, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, wie sie aussehen werden. Gibt es auch viele Anzeichen dafür, dass das passieren wird. Und deswegen muss nicht unser Ansatz sein, zu gucken, wie kann ich Menschen trotzdem ernähren.
Ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie machen wir die Leute so fit, und zwar ihr Leben lang, dass sie in den Jobs arbeiten, die neu entstehen werden. Das ist mir ja klar, aber es ist ja der Punkt, es wurde ja jetzt herausgefunden, wenn die Menschen weniger arbeiten müssen, sind sie produktiver. Also jetzt in Microsoft hat jetzt gerade diese Woche bekannt gegeben, dass sie in Japan während des Sommers eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Also einen Tag weniger sollten die Arbeitnehmer arbeiten, sind 40% produktiver gewesen. Aber dann soll Microsoft das doch tun. Das ist doch die unternehmerische Freiheit, die ich diesem Unternehmen gerne zugestehe, das zu tun. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Das können die doch machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Katja, vielen Dank. Und lass uns vielleicht nochmal am Ende der Legislaturperiode reden. Gerne. Dann hast du vielleicht noch eine schöne Bilanz deiner ersten 4 Jahre. Gehe ich mal. Und du willst ja wahrscheinlich nochmal ein paar Jahre hier bleiben, oder? Kann ich mir vorstellen. Willst du dein Leben lang Politikerin bleiben? Nein. Glaube ich nicht. Hast du irgendwann ein Ausgangsalter? Wie sagt nee, man? Das nicht. Das werde ich wissen, wenn es soweit ist. Aber wir haben jetzt festgehalten, du willst nicht dein Leben lang bis zur Rente Politikerin bleiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Katja. Ciao.